Moin, liebe Leute! FreundInnen und MusterrapperInnen! Ja. Wir sind die Kopfkracher! Gesha und Fredanko! Und das ist unser Podcast! Ja. Tiefe Stimme heute. Heutige Folge 11: Wissen macht Autsch, Wrestling auf der Couch. Ach, es geht um Wrestling heute? Es geht heute um Wrestling. Wusstest du das nicht? Hätte ich dir das sagen sollen? Nee, ich habe mich peripher vorbereitet. Also ein bisschen Vorbereitung ist da. Naja, gut. Okay, aber das ist eigentlich, der Rest findet im Kopf statt. Dann machen wir eine entspannte Folge heute. Ich finde, wir sollten mal grundsätzlich mal den Druck rausnehmen. Einfach auch ein bisschen mal chillen. Deswegen habe ich Wrestling auf der Couch. Dass wir mal ein bisschen ruhiger werden, weißt du? Das Problem ist dabei, ich habe heute schon einiges weggeschnupft an Ingwertee. Oh. Und bin jetzt ein bisschen aufgebracht. Also das heißt gerade aufgebraucht und aufgebracht. Und bei mir kommt jetzt das Testosteron auch langsam in Wallung. Ja, verstehe. Und ich hätte jetzt richtig Bock, jemanden zusammenzuschlagen. Aber vielleicht hast du irgendwie auch noch mal was anderes vor. Ja, warum guckst du mich so an? Dich zusammenschlagen zu lassen. Ja, ich gucke nur zufällig Ruhe. In deine Richtung. Weil Sitzplatz. Du, Mann. Ich setze mich hin. So, also... Bevor du auf mich losgehst, wie ist die Lage, was ist Phase? Nee, ansonsten alles, irgendwas ist immer, würde ich sagen. Irgendwas ist sowieso immer. Ja. Weißt du, was ich mir noch vorgedacht habe, bevor wir losgehen, über das Wrestling zu sprechen, weißt du, dass ich mir den Song vom letzten Mal angehört habe? Der ist schon wieder so lange her, das ist schon wieder ein Monat her. Ist ein Monat her. Was wolltest du denn damit ausdrücken? Ich meine, damit kannst du doch wirklich keine Katze mehr aus dem Sack rauszaubern. Darum ging es mir auch überhaupt nicht. Es ging mir eher darum, die Gefühle eines Roboters auszudrücken. Das hat mit Katzen eigentlich im Großen und Ganzen gar nichts zu tun. Ach so. Dann höre ich ihn nochmal. Wir haben uns jetzt alle erinnert, wie es vor einem Monat war. Erinnert sich noch irgendjemand an deinen Song von vor 2 Monaten? Ja, Tabs. Sie waren sehr lecker. Ich weiß nämlich, wer sich daran erinnert, und zwar YouTube, der Herr YouTube. Ja. Der hat uns nämlich diesen Song gesperrt und hat gesagt, dass du den gecovert hättest von Willi. Ja, so eine Schweinerei. Habe ich eigentlich den Text gecovert oder die Musik gecovert? Die Musik, also insbesondere die ersten 4 Noten. Natürlich. Auf der Gitarre. Das stimmt, das habe ich auch. Man muss das angeben, wenn man seinen Meister gefunden hat. Du sagst auf jeden Fall, dass ich dich nicht zusammenschlagen darf, obwohl du jetzt diese Cover-Sache da am Laufen hattest. Vielleicht können wir erstmal, bevor du mich, also ich merke wirklich, ich muss dich zurückhalten, aber ich habe heute nicht trainiert. Das heißt, bitte. Ich habe Heuballenfäuste, so. So doll sind Heuballen. Die geballt. Heuballen. Weißt du was? Ich habe eine Idee. Ja? Wir machen das so. Du bist ja gerade aggro, richtig? Ich bin aggro as fuck, ja. Ja. Wir machen das so, wie es beim letzten Mal hat das so gut geklappt mit diesem Karussell. Wir werfen einfach die Karussellmaschine wieder an und gucken mal, wer da so reinkommt. Und dann sag ich einfach viel Spaß und dann gehst du richtig auf den los. Einfach, weil du ein Schisser bist? Ja, jetzt nicht unbedingt ein Schisser, aber ich würde mich... Also, wir können ja Tag-Team machen. Das ist viel besser als mein Beißholz. Ja. Wie beim Wrestling. Schöne improvisierte Idee, die du jetzt gerade hast. Überhaupt kein Problem. Gut, dann schmeiß mal die... schmeiß mal an. Oh! Hallo? Wer ist das? Hallo? Mario, hörst du das auch? Was ist los? Ich habe hier so 2 Stimmen im Kopfhörer. Ja. Ich höre sie auch. 2 dünne Stimmen. Dünne Stimmen. Herzlich willkommen im Lauchstudio. Warte mal, Mario, das sind doch... Ich kenne diese Stimmen. Nein, Moment. Wirklich? Das kennen doch nicht... Sind das etwa unsere Erzfeinde? Gesha und Fredanko! Oh Mann! Oh, ach du Scheiße, Fredanko, wen hast du uns da zugelost? Gesha? Sind das etwa... Das sind doch die Kopfkrache! Gesha, soll ich das Karussell nochmal weiterdrehen? Fredanko, nein, ich glaube, das ist genau die angemessene Feindschaft, die wir hier weiter pflegen können. Wenn ich mich alles täusche, dann haben wir hier auf der einen Seite Mr. Mario, ist das richtig? Von Mario und Luigi? Das ist ganz genau richtig. Der hat aber eine tiefe Stimme. Der hat eine tiefe Stimme. Ja, ich habe eine schöne, sexy Stimme. Das stimmt. Das wollen wir dir nicht kaputt reden. Und auf der anderen Seite... Mrs. Jürgen? Ja, das bin ich. Und ihr seid doch diejenigen, die in unseren Podcast nachgemacht haben. Ihr seid die kleinen Bengel, die ja so langsam ins Bett müssen, oder nicht? Oh. Sind das nicht die beiden von dieser unbedeutenden Radiosendung auf O1? Die haben doch diese Radiosendung, die sie so unkreativ nach irgendwas immer genannt haben, oder? Genau. Als ob irgendwas immer wäre. Ja, eben. Manchmal ist ja einfach nichts.
Vor allem, wenn bei denen die Sendung läuft, da ist ja nichts. Nee, weil alle zuhören, aber mittlerweile auch auf YouTube, so wie ihr jetzt ja auch, mit 11 Folgen. Wir haben übrigens schon 66, aber das müssen wir nur so nebenbei erwähnen. Qualität vor Quantität. Aber ich glaube, wir waren vor euch auf YouTube. YouTube haben wir ganz neu entdeckt. Stimmt, da hatte dieses mit dem Laptop, mit dem Laptop-Mikrofon eure Konzerte aufgenommen. Ich erinnere mich dran. Guter Sound. Glückwunsch. Ein bisschen aber leise. Jetzt mal noch eine gleich eine Frage zum Einstieg. Wie ist das jetzt eigentlich so? Wie fühlt man sich, so beim Sprechen und beim Moderieren, wenn es tatsächlich auch jemand zuhört? Also, ist das irgendwie anders dann für euch? Das könnten wir euch auch fragen. Das war jetzt aber mega gut gekontert. Allerdings. Okay, was wollt ihr eigentlich? Was wollt ihr eigentlich gerade? Also ich habe hier eigentlich gerade ein tiefsinniges Gespräch über Gott und die Welt mit Mario geführt und jetzt kommt ihr hier mir in meinen Kopfhörer. Was wollt ihr eigentlich gerade? Ja, was können wir euch tun? Habt ihr nichts Besseres zu tun? Was können wir für euch tun? Wir haben tatsächlich gerade nichts Besseres zu tun. Ich würde dich gerne vermöbeln. Gut, ich lasse die Katze aus dem Sack. Soll ich die Katze aus dem Sack lassen? Schon wieder? Ja, lass mal die Katze wieder aus dem Sack. Also wir haben das so gemacht. Ruhe, Katze. Wir brauchten ebenbürtige Gegner, die uns in einem Wrestling-Kampf herausfordern. Ich weiß nicht, wie gut ihr euch mit Wrestling rauskennt, aber aus jeden Fall sind die... Sollen wir euch welche vermitteln, oder was? Nee, die sind abgesprungen und deswegen haben wir nur euch gekriegt. Und ich finde, wir machen das trotzdem mit euch, auch wenn der Sieger von vornherein feststeht. Ja, genau. Wrestling, ach, eine Herausforderung soll das werden, oder richtig. Wie? Richtig. Mal so ein bisschen die Podcast-Muckis spielen lassen. Naja, also ihr habt uns schon ziemlich rausgefordert beim letzten Mal in eurer Sendung und ich finde, das sollten wir nicht auf uns sitzen lassen. Okay, es ist also heute der Tag, der Tournament Day, 1. April, ist das richtig? Kommt doch mal bitte hier zu unserem Ring. Wenn ich fairerweise dazu sagen darf, ich habe dieses Karussell ein bisschen manipuliert, mir war schon klar, dass wir bei euch rauskommen. So, jetzt ist die Katze wieder aus dem Sack. Okay. Okay, also Challenge accepted, würde ich sagen. Sehr schön. Und King of the Ring können wir steigen lassen. Gut, okay. Who's better in the podcast world? Aber wie heißt denn euer Team? Euer Gehirn. Euer Gehirn. Wir sind die B.I.B.s. Die Brothers in Brain. Die Brothers in Brain? Ja, die Geschichte ist dahinter, dass wir so telepathische Fähigkeiten entwickelt haben. Das war im Trainingslager, haben wir es entdeckt, im Wrestling-Trainingslager. Und da haben wir gedacht, daraus schlagen wir Kapital. Und bisher Flawless Victories. Also in einer Tour nur Siege, Siege, Siege. Also wir sind die Brothers in Brain. Genau. Wir nehmen die Herausforderung an. Das ist schön. Darf ich kurz die Regeln noch erklären? Ja. Okay, also wichtig ist, ihr müsst immer fair kämpfen. Wir sind die ein bisschen mit schmutzigen Tricks und so arbeiten dürfen. Das ist erstmal klar. Das brauchen wir aber gar nicht. Ah, ihr seid die Heels dann, oder wie? Ja, ihr seid die Faces. Oh, jetzt geht's schon gleich los. Und wir machen das so, wir werden verschiedene Runden ansagen und kämpfen. Und da gibt es immer Punkte zu gewinnen. Aber wer am Ende gewinnt, das entscheiden die Zuhörer und Zuhörerinnen. Die dürfen nämlich dieses Video kommentieren und dann würde ich sagen, werden wir in einem Monat spätestens wissen, wer dieses Battle hier gewonnen hat, nämlich der am meisten, sagen wir, zugeflogene Herzen bekommen hat. Ich hoffe, sie tun es dann auch, die Zuschauer. Sie müssen. So. Ja, also an dieser Stelle darf kurz vorweg gesagt werden, wir haben einen fleißigen Fan, der alles, was wir machen, vergöttert. Haben wir den noch? Noch ist gut. Was kriegt denn das Gewinnerteam? Ein Gürtel. Also wenn wir schon catchen, dann kriegen wir tatsächlich so einen Wrestling-Gürtel, wie man ihn so typischerweise in einem Wettkampf dieser Art gewinnt, oder? Nice, ein Stein. Gut, bin dabei. Dann gebe ich mir jetzt richtig doll Mühe. Ja, und den müsst ihr aber zusammen tragen und wir auch. Also ein Gürtel für zwei. Ein Gürtel für zwei. Ist das nicht eine Serie aus den 80ern gewesen? An welcher Stelle tragen wir den? Um die Hüfte? Die Verlierer müssen einen Gürtel tragen oder was? Zusammen dann? Nein, oder was? Die Gewinner. Die Gewinner, okay. Und aber die Verlierer müssen dann auf Knien den Gürtel den Gewinnern überreichen. Dann. Genau. Das finde ich auch gut. Und die Gewinner tragen nur den Gürtel, nicht sonst. Der ist ja groß genug. Kann man damit duschen? Ist der abwaschbar? Was steht denn auf dem Gürtel? The Champ ist hier? World Wrestling Podcast Federation steht da natürlich. Eternal drauf. Champ. Eternal Champ. Oder irgendwas ist immer Platz 2. Das würden schlechte Verlierer auf den Gürtel dann drücken. Also, ich würde mal sagen, wir beginnen mit der Runde 1. Die Brothers and Brain.
In Brain. Was ist In Brain? Also die verschmutzten Herren. Wir machen das so. Wir haben eine Frage vorbereitet, das Internet fragt. Und ich werde diese Frage mal vorlesen. Und dann werden wir versuchen, dem, der diese Frage gestellt hat, ein bisschen zu helfen. Ja, und es geht darum, wer kann besser weiterhelfen? Also es ist jetzt eine Frage, wo ihr die Muskeln noch ein bisschen zurückhalten lassen müsst. Aber dafür geht es jetzt hier um die Zungenmuskulatur. Also die beste Antwort gewinnt. Mhm. Seid ihr bereit? Am Algebra. Also geht's jetzt los oder was? Round one, fight mäßig so? Es geht los. Kannst du das nochmal kurz ansagen? Ich brauche so ein Glong oder so ein Gong, so ringfrei oder sowas. Ding, ding, ding. Round one. Das war ein Gong. Das war's? Das war das Katzenglöckchen. Okay, aber gut. Nehmen wir. Ja, los geht's. Ist ja Kopfkracher. Das Internet fragt. From Dirty Valley, the Brothers in Brain and from the glorious winning corner... The Kopfkracher. So. The Kopfkracher gegen the Brothers. Round one. Okay, das Internet fragt. Und zwar hat vor 6 Jahren Dave Batista 490 Folgendes gefragt. Welchen Wrestling-Move kann man auf der Straße machen, ohne jemanden zu töten? Zum Beispiel, jemand greift mich auf der Straße an. Mit welchem Move kann ich mich wehren, ohne ihn zu töten? Das ist die Frage. Und ich würde sagen, die Brothers and Brain fangen an. Ja, das, also die Situation ist also, auf der Straße kommt ein Halunke an und greift mich an. Und wie kann ich mich am besten verteidigen, ohne ihn zu töten? Ja, ohne ihn direkt zu töten. Indirekt ist möglich. Ich würde auch sagen, dass es auch wichtig ist, dass da auch so ein gewisser Lerneffekt auch stattfindet bei dem Halunken, beim Schuft, ja. Und da würde ich sagen, es gibt ja diesen finnischen Move, wo der Gegner dann über den Kopf gehoben wird und dann so eine Art Helikopter, ich weiß nicht, wie der heißt, also der British Bulldog, der hat das, glaube ich, geschafft. Der hat sich dann so gedreht. Und das ist auch gleichzeitig so ein Hilfesignal an die Leute, die in der Gegend rumstehen, ne? Dass da irgendwie auch, also ich würde sagen, der Helikopter-Slam. Der Helikopter-Slam. Muss ich jetzt auch antworten oder reicht es, wenn Mario geantwortet hat? Nö, du kannst auch sehr gerne antworten. Du musst auch antworten. Ist ein Tech-Team, ne? Genau, ja. Mario ist im Ring, so sieht's aus. Mhm. Helikopter-Slam finde ich aber schon sehr gut. Das klingt sehr nach 80er-Jahre A-Team-Folge. So, klatscht ab, Jürgen, oder nicht? Ich klatsch ab, klar. Aua! Mann, nicht ins Gesicht klatschen. Ja, echt. Das war der Popo. So. Ja, das kann man bei manchen nicht unterscheiden. Also Jürgen, welchen Move mache ich, um mich zu wehren, ohne ihn zu töten? Achso, ich würde in der Regel das Gespräch suchen und dann weglaufen. Auch ein typischer Wrestling-Move, das stimmt. Absolut. Ja, wenn das die Antwort war, bedanke ich mich für das bestechende Gestammel und gehe zurück. Gesha, was sagst du denn? Och, ich würde so einen German Suplex anwenden, glaube ich. German Suplex? Also du musst es irgendwie schaffen, dass du hinter dem Halunken stehst, ihn von hinten umarmst praktisch dann nach oben reißt, sodass dann sein Kopf... Also letztlich geht es dann um so eine Rückwärtsrolle. Also ihr macht dann beide Handstand eigentlich am Ende des Moves. Mhm. Und das tötet ihn nicht direkt? Mit viel Glück tötet das keine von den beiden beteiligten Personen. Aber man weiß es halt nicht. Gut. Brock Lesnar macht das ganz oft. Ich merke schon, ihr seid jetzt alle sprachlos, weil ihr nicht was für einen German Suplex. Was seid ihr denn? Also ich weiß, was ein German Suplex ist. Mhm. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Fredanko die Fragen vorbereitet hat und gestern schon vorher erzählt hat, wie die Antwort ist, damit er jetzt irgendwas raushauen kann. Ein DDT wäre noch ein zweiter Move, den ich ansetzen würde vielleicht, aber da geht das Gesicht kaputt. Mhm. Ja, das sind meine beiden. Was würdest du denn vorschlagen, Fredanko? Ich würde ganz einfach einen Superkick machen. Ein Superkick, der ist auch gut. Also da bin ich aber auch wieder, als Shawn Michaels Fan, würde ich halt wirklich warten, bis der auf mich zukommt. Zweimal aufstampfen mit dem einen Bein, das ist wichtig. Mich dabei an einem Häuserecke festhalten und dann auf ihn los und zack, den Kick in die Halsregion rein quasi. Shawn Michaels war ja der größte, einer der größten Overseller, also für Leute, die das jetzt nicht wissen, ne, der hat seine Schläge immer besonders gut verkauft und den anderen immer gut dastehen lassen. Würdest du das auch machen dann, Fredanko? Also würdest du vorher dir eine fangen und dann definitiv. So dich dreimal drehen auf dem Boden und dann in den Ring fallen definitiv. Und dann nochmal zurück auf den Rücken?
Also bei Shawn Michaels war es immer so, für mich später in der Wahrnehmung, der hatte sich also immer seine Frisur relativ gut gepflegt. Und wenn die so immer mehr auseinandergingen, die Zöpfe sich lösten, dann wusste man, der Kampf ist bald vorbei. Also ich würde wahrscheinlich, bevor ich in den Kampf gehe, mir einen Zopf machen, dann hinfallen, mich hinfallen lassen, den Gegner gut aussehen lassen, dann das Zopfgummi lösen und dann den Superkick. Also, wenn ich jetzt nur eine kleine Choreografie vorschlagen würde. Ja, ich glaube, das ist auch sehr beeindruckend. Da muss das Publikum jetzt abstimmen, ne? Richtig. Soll ich dann einfach mal mit meiner Frage weitermachen? Ja, bitte. Du wirst es nicht glauben, aber Anonym hat vor einem Jahrzehnt wieder mal gefragt bei mir. Diese Anonym, die das bist du selber. Nein. Warum hat Wrestling immer noch einen derart schlechten Ruf? Holla! Mal eine Frage an die Community. Warum hat American Wrestling schon seit Ewigkeiten einen schlechten Ruf und mit dem Vorwurf der Lächerlichkeit zu kämpfen, obwohl es klar als Sports Entertainment und somit als Show gekennzeichnet ist? Liegt es daran, dass man vorher abgesprochene Kämpfe nicht ernst nehmen kann? Oder dass das Business als Muskelpräparaten-Endlager angesehen wird. Insofern wäre es ungerecht, schön. Falls das zweite zutrifft, insofern wäre es ungerecht, da Doping ohnehin mittlerweile in fast jedem Profisport betrieben wird. Klammer auf, Curling vielleicht mal ausgenommen, Klammer zu. Curling, das war die Frage. Hey, nichts gegen Curling. Ja. Also ich sehe da eigentlich einen ganz klaren Zusammenhang zum Publikum im Raum. Also das Publikum ist einfach, sind einfach so Rednecks, die nicht viel im Hirn haben. Das ist so wie ein bisschen Trash-TV gucken, ja. Also so ein bisschen RTL gucken, hat auch keinen guten Ruf, machen aber alle. Also ich glaube, das ist eher der Hintergrund, dass es dann nicht mit so viel intellektuellen Säbeln gekämpft wird. Deswegen hat das keinen guten Ruf. Und auch natürlich Neid. Neid der anderen auf den Erfolg dieses Produktes. Die Muskelberge. Ja, genau. Ja. Muskelberge und was sich gut verkauft. Ich sag mal so, Dieter Bohlen hat auch keinen guten Ruf, aber viele Neider und viele Leute, die ihn eben nicht gut finden. So, das ist, für mich ist Wrestling wie Dieter Bohlen im Fernsehen. Ja. Schön. Ja. Schöne Hinleitung. Also, auch wenn man es nicht sieht, ich schüttel den Kopf. Vor allen Dingen, weil Wrestling, es ist ja so, das sind ja so wie Stunts. Also es sind Stuntmänner, die da ihre Show performen. Und da beschwert sich im Film ja auch keiner drüber, dass da jetzt Stuntmänner sich da so abgesprochen hinfallen und dass es irgendwie da nur einen Wahrheitsanspruch geht. Das gibt's nicht. Aber ja, es gibt auch die Zuschauer, diese Rednecks. Da gibt's auch so einen Begriff für, habe ich gehört. Die heißen die Marks, genau. Die Marks, die glauben an das, was sie sehen, und die halten das auch nicht für abgesprochen. Das war ja in den 90ern, jetzt muss ich gerade ausholen, in den 90ern war es ja auch schwieriger, das auch rauszufinden halt, oder? Da hat die Wrestling-Ligen, die haben ja auch wirklich viel dafür getan, dass es eben nicht rauskommt. Das ist jetzt im Internet-Zeitalter, ist es natürlich eine ganz andere Sache, finde ich. So. Fühl ich dir recht geben. Sehr intelligent beantwortet, Mario, sehr intelligent beantwortet, ja, an dieser Stelle. Ja. Noch mal ein bisschen. Also Jürgen ist eher der Brother und in Brain ist eher Mario, verstehe. Ich weiß nicht, wo er das immer hernimmt, dieses unendliche Wissen, der Schöpfer da aus Tiefen des Universums, da schnalle ich immer ab. Weil er es kann, glaube ich. Für mich ist diese Antwort selbst schon ein Widerspruch, weil ihr das doch auch geguckt habt und ihr sagt jetzt, das machen nur brainlose Rednecks. Nein, wir sagen nicht, dass das so ist. Wir sagen, deswegen hat das einen schlechten Ruf, weil Leute das denken. Also ich hab's früher geguckt, aber ich musste mir auch so eine Art Entschuldigung dafür ausdenken halt, weil ich ja, also jetzt meine Familie, die hat ja auch gesagt, warum guckst du das? Das ist doch scheiße. Vor allen Dingen, das so richtig Schlechte an Wrestling ist wirklich diese Geschichten, die erzählt werden. Also diese Bösewichter, ne? Da gibt's ja eigentlich nur drei Kategorien. Der Ausländer, und das war in den 90ern wirklich richtig übel. Ich wollte gerade sagen, in den 90ern, ja. Ne? Also da gab es da teilweise Figuren, also es hat, wie man so schön sagt, ist schlecht gealtert. Dann gab es den Maniac, der einfach nur durchgeknallt war, der Mörder, der Serienmörder, so eine Angstfigur, und das Ekelpaket, Bastian Buger und sowas alles. Also die einfach ekelhaft sind und Abscheu erzeugen. Das waren so die drei Kategorien. Okay. Wir versetzen uns ja nur in die anderen Leute, die das heute noch sagen. Ja, ne? Ja, achso, das nicht gut. Warum habe ich das geguckt? Ich habe es nämlich geguckt, weil ich war 15 und ich war für mein Alter auch noch nicht so weit entwickelt, wie man vielleicht mit 15 sein sollte. Das ist uns allen fremd. Ja, das ist euch. Genau. Miau! Jeder hat da seinen Nachholbedarf. Ich war in allen anderen eher weiterentwickelt, aber was das angeht. Aber und zur Entschuldigung habe ich gesagt, ich genieße die Ästhetik
der Moves, der Bewegungen halt. Ach so. So eine Art, die Choreografie, natürlich, die Ästhetik der Choreografie. Du hast gerade vom Turmspringen quasi umgeschaltet und gesagt, ist ja das Gleiche. Genau. Ja. Ich hatte ja früher auch Judo gemacht und insofern hatte ich dann auch eine Grundlage und auch so ein berechtigtes professionelles Interesse, das mal zu vergleichen halt. Und fertig war die Laune. Natürlich. Alles nur Recherchezweck. Also für mich ist das so ein bisschen Kultur. Das ist ja bei den Amerikanern eine ganz andere Situation. Die lieben das ja, die stehen ja dafür. Also viele erinnert mich so ein bisschen an das Essen von McDonald's. Das ist ja auch so uramerikanisch, würde man jetzt sagen. Und das haben wir in Deutschland eben nicht. Das ist so rübergeschwappt und hat dann so ein, guck mal, was die da machen. Also ich würde es mal vergleichen mit unserem Fußball. Das ist ja auch jetzt nichts, womit man sich intellektuell brüsten kann, wenn man Fußballfan ist, aber das ist so akzeptiert in der Gesellschaft. Und bei denen ist das halt Wrestling und Football und was anderes noch. Also daher gewachsen und da hat man vielleicht wenig Toleranz dagegenüber zu sagen, ach, guck mal, die gucken Wrestling, das ist ja auch in Ordnung, ist ja auch genauso Quatsch wie viele andere Sachen, wie RTL gucken oder sowas. Also das heißt auch, dass die amerikanische Kultur an und für sich auch uns fremd ist, oder wie? Nicht fremd, aber es ist jetzt nicht so, dass sie es völlig unbekannt ist, aber ist halt was anderes. Ja, weil ich finde, der entscheidende Unterschied ist hier, dass eben im Fußball oder auch im Boxen vorher nicht klar ist, wer gewinnt, sondern dass es einen vernünftigen Wettkampf gibt unter sportlichen Bedingungen. Da ist halt eben alles inszeniert und abgesprochen. Es geht ja aber auch um den Entertainment-Faktor. Also wenn ich ein Fußballspiel angucke, kann ich mich ja gut unterhalten und wenn ich ein Wrestling, dann weiß ich halt schon, wie es ausgeht. Aber ich gucke auch manchmal Fußballspiele, da weiß ich schon, wie es ausgeht. Irgendeine Wiederholung aus den 1970er Jahren, weil ich das Spiel gerne gucken möchte. Mhm. Aber beim Fußball gibt es trotzdem nicht solche Geschichten halt, ne? Wie bei so, ja, es gibt jetzt nicht irgendwie Fußballpartien, wo jetzt sagt, eine Mannschaft Barcelona, Stopp, die gibt's. Es gibt, als Deutschland mal gegen Spanien gespielt hat, war in der spanischen Mannschaft nur Ausländer drin. Stimmt, genau. Und Argentinien hat dann gespielt. Da waren nur Argentinier drin. So eine Schmach, die ausgebügelt werden musste. Irgendwie. Ja. Also ich bin im Fußball auch nicht so ganz zu Hause, aber solche Sachen gibt es doch. Tatsächlich. Ich kann euch überhaupt nicht mehr folgen, muss ich sagen. Ja, also Fußballfragen dann hier bitte in meine Richtung. Ja, was wolltest du jetzt wissen? Was wolltest du wissen, Kleiner? Nichts mehr. Für mich ist das so, dass ich immer noch Wrestling gucke. Und ich frage mich jetzt gerade, ob ich seit meinem, 12. Lebensjahr dann offensichtlich in meiner Entwicklung zurückhänge. Möglich wär's. Das kann ich beantworten. Die Vergleiche zu McDonald's und Dieter Bohlen, fragwürdig. Ich habe weder mit Dieter Bohlen etwas zu tun, noch gehe ich irgendwie... Ich verstehe, dass das auf einer Metaebene ein Vergleich sein sollte. Nicht alle Wrestling-Fans gehen beim McDonald's essen. Aber für mich fühlt sich das sehr anders an. Und tatsächlich denke ich, dass auch Wrestling in den letzten 25 Jahren sich doch ein bisschen weiterentwickelt hat. Und dass damals natürlich insbesondere die sogenannten Marks angesprochen hat, mittlerweile aber Wrestling, und jetzt setze ich noch einen drauf, auch die Smarks anspricht, das sind die smarten Marks, das heißt diejenigen, die ganz genau wissen, was da passiert und die es genau trotzdem gucken. Wie du. Und dahingehend würde ich Wrestling eher vergleichen mit dem Cirque du Soleil zum Beispiel, also einem Zirkus, bei dem nur Menschen eine Geschichte erzählen. Das ist auch komplett abgesprochen und man guckt sich das an und hinter den Kulissen sind die alle befreundet und sie spielen natürlich vor den Kulissen dann irgendwie eine Geschichte und so weiter und so fort. Also ich finde diesen Vergleich irgendwie ein bisschen treffender. Aber das war doch die Antwort auf die Frage. Also die Frage war ja, warum hat es keinen guten Ruf, kein gutes Image? Und wir haben uns jetzt unsere Meinung. In Ordnung, ja. Du bist ja der Einzige, der jetzt noch Wrestling verfolgt. Ich weiß halt auch nicht, der Einzige auf der Welt. Der Einzige von uns vier. Meinetwegen machen die ganze Show. Wie cool ist das? Seit Jahren schon. Die machen deine, und die haben sich dann deinem Geschmack auch angepasst. Also denk mal darüber nach. Jetzt verstehe ich das. So ein smarter Typ. Aber wie ist das denn? Wer hat von euch jemand mal Wrestling, also Wrestling in Deutschland, also so Hamburger oder sowas? In Hamburg hat sich das jemand mal angeguckt? Und inwiefern unterscheidet sich das denn von dem amerikanischen? Ich war bei Unlimited Wrestling, zweimal. Unlimited Wrestling Bob's ist Wede, relativ... Oder? Was? Werninger Rode. In Werninger Rode, glaube ich, oder?
Nordhausen, Thüringen. Auch nicht besser. Irgendwas mit W. Ja. Es ist in Nordhausen, hört mir doch mal zu. Nordhausen, Mensch. Thüringen, da findet das statt. Und die waren auch in auf der anderen Seite des Harzes tatsächlich, also Wernigerode kommt, glaube ich, ganz gut hin. Da war dann die zweite Show. Und es war tatsächlich sehr dicht am US-amerikanischen Wrestling. Die hatten da auch deutsche Wrestler aus allen möglichen Regionen dorthin dann gebracht. Und bei der zweiten Show, also die erste Show war die allererste Show, die diese Promotion auch jemals gemacht hat. Das heißt, das war irgendwie in einem Familiencenter. Da kam nicht wirklich viel Stimmung auf, muss ich sagen. Bei der zweiten Show, das war dann in der Halle und das Ganze war dann, da saß ich dann auch in der ersten Reihe mittig und das war eine ganz andere Geschichte. Das Interessante ist aber grundsätzlich, ich glaube, das hat man auch beim US-amerikanischen Wrestling, wenn du in der Halle sitzt, dann hörst du die Kommentatoren nicht. Und das ist dann schon eine andere Geschichte, weil du dieses Einordnen des Geschehnisses selbst vornehmen musst und keine Unterstützung Moment, hast. Moment, Moment, jetzt komme ich wieder mit meinem Fußballvergleich. Wenn man im Stadion sitzt, hört man auch die Kommentatoren nicht. Und nicht dein Ernst, wirklich? Ich bin voll wieder im Spiel drin. Danke für diese Überleitung. Wir sind einfach ein Take-Team, Mann. Ey, wir sind ein Team. Wer von euch hätte noch Wrestling in Deutschland mal geguckt? Also ich habe kein Wrestling in Deutschland geguckt. Ich auch noch nicht. Also das wusste ich auch gar nicht. Aber ich habe mitbekommen, dass es früher mal so Tourneen gab. Genau, in den großen Hallen waren sie dann, die großen Federal Wrestling Stars. Die Stars waren dann da, ja. Das war dann wie so ein Konzert. Da kommt halt nicht irgendwie eine Band, sondern dann kommen halt irgendwelche Catcher und zeigen ihre Muckis. Mhm. Das war für mich so eine, also wir gehen auf Tour und lassen uns mal angucken. Ja, genau. Ja. Das war für mich ganz außer Frage, da, also erstmal finanziell natürlich nicht und dann auch irgendwie zu sagen, ich gehe jetzt auf Wrestling, die Deutschland-Tour mir angucken, dann also, nee, das so weit. Ich war auch so jung, ich war dann 13 oder ja, genau. Da kannst du doch nirgendwo hingehen. So weit sind wir dann nicht gegangen. Also, ich habe einfach gewartet, bis meine Eltern im Bett waren und habe dann, was war das, RTL 2? Ja. Wo lief das? Ja, RTL 2, genau. Das, erst auf Tele 5 und dann Tele 5, genau. RTL 2. Da habe ich das angemacht und habe das geguckt. Ja. Und dann habe ich das natürlich auf dem Super Nintendo nachgespielt. Das war so meine Verbindung dazu. Und bei mir war es sogar so, dass ich das auch nicht immer gucken durfte, sondern da musste ein Schulfreund musste mir immer VHS aufnehmen. Mhm. Da habe ich mal gedacht, hast du jetzt endlich King of the Ring aufgenommen? Viele Zeiten. Ja, ich habe keine 3 Stunden VHS-Kassette gefunden. Ah. Longplay musst du aufnehmen. Longplay, ja. Noch eine Frage, wie ist denn das heute, ist denn das Wrestling heute blutiger geworden? Weil ich habe gehört, dass jetzt Wrestling, um das noch verkaufen zu können, dass es einfach blutiger und brutaler sein muss. Nein, ist es nicht. Also tatsächlich ist es zwischendurch blutiger geworden. Ich würde sagen, so ab 2000 bis 2005 bis 2010, das war die sogenannte Attitude-Ära. Das heißt, da haben sie dann irgendwie diese Comic-Charaktere aus den 90ern abgelegt und haben das versucht, ein bisschen realistischer darzustellen. Und dabei sind dann auch, dabei ist es Mode geworden, sage ich mal, zu bladen. Das heißt, man hat sich irgendwie während des Ringgeschehens zum Beispiel mit Absicht, mit Rasierklingen, blutende Wunden zugefügt. Mittlerweile ist das aber wieder extrem verpönt. Und gerade so die Großen, das heißt WWE, AEW, also AEW und zum Beispiel auch Impact, bei denen passiert diese Form der Selbstverletzung nicht mehr. Es kann natürlich aber trotzdem sein, dass sich Menschen verletzen, dass es da auch Platzwunden oder so etwas gibt. Das gab es aber auch in den 90ern schon. Also auch mittlerweile sind wir da auf einem ähnlichen Level wieder. Jetzt gerade hat in einer der großen Promotions zum Beispiel ein wunderbares Match stattgefunden namens Exploding Barbed Wires. Das heißt, sie haben den ganzen Ring ausgestattet mit explodierendem Stacheldraht. Die Leute haben tatsächlich etwas. Explodierender Stacheldraht? Oh ja. Wenn es nicht weniger sein darf. Also. Genau. Und ihr fragt, warum das einen schlechten Ruf hat? Explodierender Stacheldraht? Ich finde auch den Begriff Attitude so gut. Also fällt mir gerade ein, was Attitude heißt? Die Ärzte. Vielen Dank. So, ich gut, breche mal die Frage, die Beantwortung ab. Ich glaube, es ist klar, die Statements sind gesetzt und frage natürlich mal. Nein, also anonym, der hat keine Ahnung. So, gar keine Ahnung. Den messen wir. Und Dave Batista 490 haben wir auch weiterhelfen können, der die vor 6 Jahren gestellt hat. Aber habt ihr auch eine Frage, Brothers in Brain? Ja, habe ich. Aber bevor ich die Frage stelle, muss ich noch mal ganz kurz erzählen, dass ich gerade 100 Jahre alte Salzstangen gegessen habe, kurz bevor diese Sendung angefangen hat. Genau. Und ich habe noch einen ganz, ganz üblen Nachgeschmack. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal uralte Salzstangen
Fleisch dann gegessen habe, das schmeckt so widerlich, das hört auch nicht auf in einer halben Stunde noch, das ist ein Nachgeschmack. Die sind ganz trocken, das ist so altes, ne? Fett. Richtig trocken sind so die. So ganz dann. Altes Fett, richtig, ja, übel. Wahnsinn. Ich musste mir jetzt das zweite Bier deswegen schon aufmachen. Tut mir leid, unter normalen Umständen würde ich einen Podcast natürlich anders aufnehmen, aber heute ist es einfach mal so. Ja. Gruß aus Hemelingen in diesem Fall, ganz besonders an dich, Fridanko. Danke. Siehst du, Fridanko, der Plan mit den Salzstangen geht auf. Siehst du, es greift hier ein Zeitrad ins andere. Es war kein Plan von uns, es ist nur eine. Überhaupt kein Problem, mach einfach weiter. Sofern du kannst. Ich hatte mal irgendwann eine Challenge, ich weiß gar nicht, ob das eine Kohlfahrt war oder irgendein Scheiß. Da musste ich irgendwie in einer Minute so viele Salzstangen essen, wie es nur geht. Und irgendwann hast du die im Mund und dann hast du so eine ganz üble Paste. Das kriegst du nicht runter. Lecker. Das trocknet deinen Speichel so weg, also ganz übel. Nur zu toppen von alten Salzstangen, Mario. Ja, das die alten Salzstangen, die habe ich Ihnen geschenkt, genau. Ja, vielen Dank. Wir haben sie jetzt weggeschmissen, aber eine anderthalb habe ich gegessen. Wir bedanken uns für diesen geistigen Einwand. Ich würde sagen, ungefähr 95% unserer ZuhörerInnenschaft weiß nicht, was Wrestling ist, aber ich glaube, dass ungefähr 98% nicht wissen, was eine Kohlfahrt ist. Was? Okay. Jeder weiß das. Was? Okay. Wer weiß das nicht? Also dann jetzt kurz zwei Erklärungen für alle ZuhörerInnen. Wrestling ist ein Kampfsportart, bei dem zwei Menschen oder vier im Ring... Nach 30 Minuten im Ring gegeneinander kämpfen. Oder 6. Und es ist vorher alles abgesprochen. Auch 8. Zweitens. Moment. Kohlfahrt. Eine Kohlfahrt ist doch auch, man kämpft gegeneinander, aber es ist vorher alles abgesprochen. Eine Kohlfahrt ist ein sinnloses Besäufnis, die bestimmte Firmen, eigentlich jeder Mensch irgendwie dahin legt, um einfach nur Liebe zu erfahren und um den Schmerz des Lebens einfach wegzutrinken. Genau. Ich dachte, das wäre Wrestling gewesen. Oh, ich entdecke die Parallelen. Könnt ihr bitte mit eurer Frage rüberkommen? Ja, ich habe eine Frage. Muss sie zum Thema Wrestling sein, weil sonst habe ich keine. Nö, kann auch was Privates sein, aber meine Nummer kriegst du nicht. Alles klar. Frage. Wie lange dauerte der längste von Menschen festgestellte Niesanfall aller Zeiten? Im Match. Antwort A. Hulk Hogan gegen... Antwort A. Was ist genau noch Antwortmöglichkeiten? Ja, jetzt Antwort ganz, A. Ganz still. Achso, ich kann dir auch... Ja, nö, ich kann es auch so... Möchtet ihr Antwortmöglichkeiten oder nicht? Doch, bitte. Gerne. Antwort A. 7 Wochen, Antwort B, 8 Monate, Antwort C, 3 Jahre und 4 Monate. Niesanfall. Genau. Also ich niese und höre nicht auf zu niesen. Und wann schläft man? Das ist ja, ich finde alle drei Antworten richtig schlimm. Ich kann jetzt einen Wrestling-Bezug herstellen. Ja, bitte. Und zwar ist ja der Eigentümer der WWE, der Vince McMahon, der hat gesagt, wenn irgendjemand in seiner Gegenwart niest, dann kriegt er sofort eine Kündigung. Okay. Jetzt ist der Zusammenhang auch hergestellt. Ich sag einfach mal, um möglichst bei der Wahrheit zu bleiben, 7 Monate, also das Niedrigste. Nein, das ist Antwort B, 7 Monate. Das Niedrigste war 8 Wochen. Ach so, dann nehme ich bitte nur 8 Wochen. 8 Wochen. Okay. Gescher, was meinst du, Gescher? Ich bin auch für 8 Wochen, bitte. 8 Wochen, 2x 8 Wochen, jetzt du, Mario. Ich habe die Antwort, was gab es, 7 Monate, 8 Wochen und 7 Tage? Nee, 3 Jahre. Das letzte war 3 Jahre und 4 Monate. 3 Jahre. Ohne Bewährung. Klar, ich nehme das, zur Vollständigkeit halber. Alles klar, Mario, und die Antwort ist richtig. Ja, ich wusste es. Oh. Der längste, Jahre. Ohne Scheiß, Anfang der 80er Jahre gab es einen Mann, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, der hatte permanentes Niesen. Das wird nicht alle 10 Sekunden oder so gewesen sein, aber er hat nicht aufgehört. Es war regelmäßiges Niesen und das ging über 3 Jahre und 4 Monate. Es kann auch 6 Monate, also auf jeden Fall über 3 Jahre müssen wir uns hier festlocken. Ich kann mich nicht festlegen, gerade auf die exakte Zeit. Und das ist der längste von Menschen festgestellte Niesanfall. Ist das abgefahren? Krass, oder? Das ist so geil. Es ist völlig abgefahren. Wie sah die Nase aus danach? Weiß man das? Ist die Nase noch dran? Das kann ich nicht sagen. War Anfang der 80er, sagst du? Das ist aber eine ausgeprägte Modern-Talking-Allergie. Kann das sein? Könnte ich verstehen. Nichts gegen Modern-Talking. So. Okay, aber das ist richtig, Mario. Also nur fürs Protokoll unter den Kommentaren jetzt. Also Mario hat es richtig beantwortet und er wusste es aber nicht. Ja, das Zwinker, Zwinker. Zwinker, Zwinker. Die Antwort noch rübergeschoben. Ihr kennt euch doch. Das Zwinker, gut, okay. Dann bedanke ich mich für Runde 1. Ich bedanke mich auch an alle Fragen, die sehr nah am Wrestling-Thema dran waren. Und jetzt darf ich einmal zu Round 2, also Round 2, kommen. Runde 2, Schlaumeier, Zitate raten. Jürgen, spiel den Gong. Round 1. Den Gong sollst du machen. Den Gong. Punkt. Wir sind die Brothers in Brain. We are the Brothers in Brain. Gong. Gong. Fight. Schlaumeier, Zitate. Zitate.
Gut, Schlaumeier Zitate raten. Ich werde das erste Zitat mal von meinem Wrestler bringen. Und ich weiß nicht, ob Gescher es weiß, es ist nicht abgesprochen, aber ihr fangt natürlich erstmal an zu raten. Wer hat folgendes Zitat gesagt? To be the man, you have to beat the man. Hm. Ich sage, das war The Rock. Ich sage, das war dieser eine Sergeant, ja, verdammt, ich komme ja auf den Namen. Aber ich weiß genau, welchen du meinst. Ja, der... Der Armee, nee, mit Armeekleidung und mit so einem Schlagstock. Sergeant Pepper? Ja, ja. Ah, verdammt. Also, to be a man, you have to beat the man. Ja. Das hat Randy Savage gesagt. So, Randy Savage. Macho Man. Macho Man, Randy Savage. Danke, locken wir ein. Was sagst du, Gescher? Mein Vorbild. Locken. Ich frage mich, wer es nicht gesagt hat. Also, ich habe es gerade... Also, auf jeden Fall Becky Lynch. Becky Lynch hat es auf jeden Fall auch gesagt. Oh. Ich löse mal auf, die Antwort wäre gewesen, The Natural Boy, Ric Flair. Ah, The Nature Boy heißt er aber. Der hat Nature auch Boy. Nicht Natural, Nature Boy. Nee, Natural Boy. Doch, The Nature Boy. Das ist schon meine zweite Frage. Heißt er Nature oder Natural? Der heißt doch nicht Nature, der Naturjunge? Was ist denn da mit euch los? Ich glaube, ihr wart zu lange auf einer Kultur, mal ehrlich. Oh, das könnte sogar sein, dass Jürgen recht hat. Der ist doch nicht Natural Boy. Ah. Natural, der ist Nature Boy, Rick, Natural Boy, Rick, nee, Nature Boy. Na gut, Boy. Egal. Also, nächstes Zitat. Das finden wir raus. Kein Boy eigentlich. Ja, ich gehe mal rüber zu euch. Habt ihr ein Zitat? Na klar. Bitte. Wer hat gesagt, there is no drama like wrestling? War das ein Wrestler? Uiuiui. Kein Kommentar. Die schenken uns wirklich nichts. Ich würde sagen, das ist offensichtlich auch wieder englischsprachig, ne? Ja. Ich habe mein Zitat aufs Deutsche übersetzt, aber das war auch im Original Englisch, hätte ich jetzt ja gar nicht machen müssen. Also für die nicht englischsprachigen ZuhörerInnen, es gibt kein Drama, das so ist wie Wrestling. So ungefähr war das wohl. Ach danke, jetzt habe ich es auch. Ich weiß, Franco, für dich brauchen wir immer noch den Carsten Schäfer hier im Team. Shakespeare wird es nicht gewesen sein. Aber Voltaire? Ah nee, der war Franzose. Möglich wär's. Ich habe auch gerade an George Bush, den Älteren, gedacht. Das könnte in den 80ern auch gut möglich gewesen sein. Also ihr habt noch keinen Adorno genannt. Seid ihr gegen Linke oder was jetzt? Was los? Nee, Adorno sagt sowas nicht. Nee, Horkheimer und Adorno möchte ich hier gerade ausschließen. Nee, Hannah Arendt war es auch nicht. Ernst Bloch, ich hab's. Ernst Bloch. Also bisher alles falsch, nur zur Information. Okay. Ist denn die Richtung richtig? Was, Hannah Arendt? Ist die Richtung nicht? Nein, ist falsch. Der hat das gesagt im Zusammenhang mit der Banalität des Bösen. Genau. Das war so. Also bisher war, weil welche Richtung ist? Bisher war keine Richtung zu erkennen. Hier, es war David Letterman. Okay, das locken wir ein. Ist am nächsten dran. Mario, was sagst du? Ich sag, wer das gesagt hat? Ja. Das war dieser Sergeant. Nein, das war hier. Die Bushwackers waren das. Ja, die Bushwackers. Okay. Und Gescher, was glaubst du? Wer hat das gesagt? Also die Bushwackers sind, glaube ich, ähnlich nah dran wie Hannah Arendt. Wen nehme ich denn? Whoopi Goldberg. Okay, vielen Dank. Die Auflösung folgt jetzt. Alle waren falsch. Und unerwartet. Es ist ein Entertainer gewesen, Andy Kaufmann aus den USA. Nein, Andy Kaufmann hat das gesagt. Andy Kaufmann. Der Andreas Kaufmann, ja. Das Andy. Hättest du wissen können, Franco. Das hätte ich wissen müssen eigentlich. Ja, das ist doch dein Vorbild auch. Richtig, schade. Okay, gut. Ja, und er hat auch eine Dokumentation zum Thema Wrestling auf CNN mal gemacht. Leute, wenn ihr jetzt keine Ahnung habt zum Thema Wrestling, dann guckt euch bitte mal The Great Ruse an. Unbedingt, kann ich auch empfehlen. Kenne ich. Ich kenn's nicht. Okay, dann muss ich mir das noch angucken. Dann macht er den Bleifuß-Pfeil als Move auch. Also das gibt's auf Netflix auch. Okay. Netflix. Egal. 1982 gedreht. Gut. So. Vielen Dank. Gescher, Mario, hast du noch eine Frage? Ja, wer hat folgendes Zitat gesagt? Auch auf Englisch, ich übersetze aber auch nochmal. Vielen Dank, ne? Für mich. Gerne. Ja, wir sind ja die Freunde. Okay, wer hat folgendes Zitat gesagt? Everyone has a price. Es ist einfach. Kannst du kurz übersetzen? Jeder Mann hat einen Preis. Wieso jeder Mann? Ja, everyone. Oh. Every man. Jede Person. Everyone. Also sei mal vorsichtig hier mit übersetzen. Ein jeder hat einen Preis. Ein jeder Mann hat seinen Preis. Also ich übernehme die Augenschlägel-Übersetzung. Es war Ted DiBiase,
The Woman ja. Million Dollar Man. Nein, war es nicht? Doch, es war richtig. Ey, scheiße, du hast mir überhaupt keine Chance gegeben. Ja, stimmt. Ja, ja, du musst jetzt bitte alle antworten lassen. Ich war ein Satz. Okay, dann antwortet ihr auch nochmal. Der Million Dollar Man? Ja. Das Million Dollar Man? Nein, also das gibt's doch nicht. Auf keinen Fall. War das so, dann darf ich noch einen sagen? Ja. Darf ich noch einen? Bitte. Okay. Na gut. Moment. Ich muss aber falls es richtig ist, warte erstmal ab. Okay, wer hat Folgendes gesagt? Lie, cheat and steal. Übersetzen bitte. Lügen, betrügen und stehlen. Trump war das. Razor Ramon. Auch alles. Aber wen meine ich? Nein? Also, wir haben Razor. Ich sage Bam Bam Bigelow. Nee. Obwohl, nee, der hat eigentlich gar nicht viel gesagt. Das ist schon viel zu schlau für Bam Bam Bigelow. Der hat nicht viel gesagt, wollte gerade sagen. Der hat sein. Ja, das passt nicht. Der hat zwar Köpfchen, aber das hat er damit für nicht benutzt. Sage ich. Stone Cold Steve Austin, sage ich. Nein. Das war aus den 90ern, nee, glaube ich. Ich sage, das war ein Ringrichter. Sehr gut. Sehr guter, sehr fair. Das zählt nicht. Also, jetzt hat jeder sein was ja. abgegeben, genau. Also Ringrichter ist falsch, weil das sagen alle Ringrichter. Also da gibt es keinen speziellen. Razor Ramon auch nicht. Da habe ich ja den Latino-Akzent jetzt auch nicht reingebracht. Wen gab es da noch? Donald Trump. Stone Cold Steve Austin, habe ich gesagt. Stone Cold Steve Austrian. Das ist auch falsch. Österreicher. Okay, wer hat's gesagt? Eddie Guerrero. Oh, Eddie. Ja, alles klar. Er hatte keinen auf dem Zettel. Aber Gescher hat einen Zettel auf dem Zettel. Du hast doch ein Zitat auf dem Zettel, Gescher. Ich habe mein Zitat Carsten Schäfer-like komplett übersetzt. Bitte. Das ist ein bisschen länger auch. Mhm. Normalerweise, wenn ein Wrestler gegen einen anderen kämpft, hast du eine 50-50 Chance zu gewinnen. Aber ich bin ein genetischer Freak und ich bin nicht normal. Also hast du bestenfalls eine 25-prozentige Chance, um mich zu besiegen. Wenn du einen dritten Wrestler dazu holst, nimmt deine Chance zu gewinnen drastisch ab. In einem 3-Wrestler-Match hast du eine 33,3-prozentige Chance zu gewinnen. Aber ich habe eine 66,32-prozentige Chance zu gewinnen. Also nimm deine 33,3-prozentige Chance minus meine 25-prozentige Chance und du hast eine 8,1-prozentige Chance. Aber dann nimmst du meine 35% zu gewinnen und wenn wir nur zu zweit sind und addierst 66 2/3%, also habe ich eine 141%ige Chance zu gewinnen. Die Zahlen lügen nicht. Wow. Großartig. Also das muss man sich mal ausdrucken auf dem T-Shirt oder so. Das ist der Hammer. Oder auf dem Poster. Ich finde, das ist Merchandise hoch 5. Ohne Scheiß. Das will ich haben. Das kann man auch neben den Adorno hinhängen. Oder, ja. oder als Lesezeichen für den Zauberberg nehmen. Aber auch nicht gekürzt. Also es muss so lang sein. Das ist super. Ich habe ja erst gedacht, das wäre der Undertaker. Aber als es dann immer länger wurde, habe ich gedacht, nee, niemals. Das würde der Undertaker nicht bringen. Nee. Da wäre am Ende auch Rest in Peace und nicht die Zahlen lügen nicht. Genau, richtig. Ja, richtig. Ja, Ric Flair, würde ich jetzt sagen. Schon wieder? Nature Boy. Okay. Ah, nee, den hatten wir ja schon. Scheiße. Nature Boy. Ja, macht ihr mal, ich muss noch denken. Der heißt wirklich also, Nature Boy. Ja, er ist Nature Boy, ich geb's zu. Ha! Er ist Nature Boy, du hast Nature, ne? Ja. Nicht Natural oder Nature. Nee, Nature. Danke, was wüsste. Nature, er ist Nature. Nature. Okay. Ich geb's zu, er ist Nature Boy. Ich hab's lang genug. Aber Mario, was sagst du denn, wer das Zitat gesagt hat? Also ich kann da eigentlich, mir fällt da nur einer ein und das wäre der Finanzbeamte Irvin R. Scheister. IRS. IRS. Oh, guter Tipp, ja. Ich habe auch noch eine Idee. Mhm. Ich habe jetzt auch noch eine Idee. Die Zahlen lügen nicht. 1, 2, 3, Kiss. Aber der hat nicht 124. Nice. Franco, hast du einen Tipp? Ich habe keine Ahnung. Du hast keine Ahnung? Ich bin ausgestiegen beim Zitat, muss ich sagen. Es war mir zu komplex. Eingeschlafen. Dann kann es doch nur Crush gewesen sein. Der war nicht so komplex. Nein. Im Notfall immer Crush, ne? Tatsächlich ist das Zitat von Scott Steiner, von den Steiner Brothers. Die Quatsch. Steiner Brothers. Ja. Nicht wahr. Ist nicht wahr. Den kenne ich noch nicht mal. Die haben so komische so Eishockey-Schützer immer. Der eine, Kopf der eine. Die Steiner Brothers. Aber Scott war doch nicht der mit den Schützern, oder? Scott war der mit den langen Haaren. Ich glaube, der hatte keine Schützer oben drauf. Der Intelligente von dem war Rick. Richtig. Gut. Der Mathematiker. Der Mathematiker. Kenne ich beide nicht, aber auch ungefähr aus der Zeit Peter Steiners Theaterstadel. Ja, ungefähr. Das fällt mir dazu. Die hatten auch so riesen Schnäuzer. Das stimmt. Auch, ja. Eindeutige Parallele. Wenn du die sehen würdest, Jürgen, du würdest sie erkennen, dann wäre es klar. Okay. Okay.
ich würde sagen, wir sind damit durch mit der Runde 2. Und das sieht hier nach einem spannenden Kampf aus. Und ich würde sagen, wir gehen direkt in Runde 3. Die Runde 3 ist die Todesfragenrunde. Ja? Das heißt, wir werden uns abwechselnd als Take-Team Fragen stellen. Wenn ich eine Frage stelle, dann darf Gescher nicht antworten, sondern das geht direkt an euch raus, so quasi direct in your face. Und wir machen das abwechselnd und wir gucken mal, wie viele Fragen wir haben. Vielleicht schaffen wir 5 jedes Team. Und ich würde sagen, da ihr ja quasi hinten liegt, also gefühlt hinten liegt, fangt ihr mit der ersten Frage an uns. Okay. Wenn Mario und Jürgen ein bisschen populärer wären, dann wäre das jetzt ein Celebrity-Deathmatch, aber so, naja, gut. Das stimmt. Ist ein Deathmatch, das ist auch okay. Also wenn wir noch populärer wären, hättet ihr Geld dafür bezahlen müssen, wenn ihr mit uns einen Podcast aufnehmt. Und ich spüre ganz deutlich die Ehrfurcht, die ihr vor uns habt, auf jeden Fall. Okay, dann Ehrfurcht. Will ich noch eine Einschränkung geben, Jürgen. Die Fragen, die ihr uns jetzt stellt, müssen zwingend einen Wrestling-Bezug haben. Ja, gut. Alles klar. Wir fangen leicht an. Wir müssen was mit Wrestling zu tun haben. Ganz einfache Einstiegsfrage für euch, weil ich ja weiß, mit eurer Intelligenz ist es nicht so weit hergeholt, deswegen machen wir einen leichten Einstieg. Danke. Wie hieß die TV-Serie, in der der Wrestler Hulk Hogan Anfang der 90er eine Hauptrolle hatte? Ich weiß es nicht. Eine Hauptrolle? Eine Hauptrolle. Das war dieses Trouble in Paradise oder sowas. Irgendwas mit Paradise am Ende oder am Anfang. Ja, nicht das A-Team. Daran hast du jetzt sofort gedacht. So, ich hatte sofort ans A-Team gedacht. Okay, aber hört auf. Das ist ja erbärmlich. Nein, lass die ruhig noch weiter zappeln. Oh Gottes Willen. Ich zieh schon mal an. Irgendwas mit Paradise. Komm. Franco. Ja, ich logge das auch ein. Zwei. Können wir das einloggen? Aber das ist falsch. Aber wir loggen es ein. 3. Ding, 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 ihr lockt es jetzt ein. Ja. Und? Was ist es? Trouble in Tropic Paradise. Tropic Thunder. Es geht um ein superschnelles Boot, was auf dem Pazifischen Ozean fährt und mit dem er Fälle löst. Tropic Thunder ist die richtige Antwort. Ja, wir haben doch gesagt, irgendwas mit Paradise. Okay, dann kommen wir jetzt. Moment. Gescher, ich werde das direkt... Aber Hulk Hogan kennt ihr schon, oder? Ja, das war doch wer ist das? So, ja. Jetzt komme ich. Was war der Finisher von Crush? Immer wieder Crush. Mario, das musst du doch wissen. Der Finisher von Crush. Das war auf jeden Fall ein ganz langweiliger, ganz langweiliger Move. Nö, da war sehr viel Spannung auch dabei. Also ich würde mal sagen, es war der Ice Crusher. Ja, vielen Dank. Mario, ist das war der Head Crusher. Ich sag Headcrusher. Was ist denn der Headcrusher? Wie sieht der aus? Ich will wissen, wie der aussieht. Ich will den Namen nicht wissen, sondern was passiert. Der sieht aus wie der Tombstone-Piler-Driver. Pile-Driver. Ist ein Headcrusher nicht ein Kopfkracher? Ah, guter Versuch. Aber damit kommst du nicht weit. Bravo. Also ihr wisst es nicht. Ich würde aber fast sagen, das ist ein halber Punkt mindestens, oder? Warte mal, wir haben beide eine Antwort gegeben, ja? Du kannst nicht sagen, dass wir es nicht wissen. Was ist denn richtig? Ja, Moment mal, das ist doch völlig daneben. Gescher, löst du mal auf, was der Finisher von... Was hat Crush gemacht zum Schluss? Ja, Moment, aber ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, Headcrusher als Begriff ist doch sogar richtig, oder ist das falsch? Ja, aber der hat doch irgendwas vom Undertaker erzählt, der Mann, der das die Antwort gegeben hat. Ja, ist richtig. Also der Headcrusher, das war einfach... Er hat links und rechts des Kopfes seine Hände angesetzt und hat versucht, den Kopf zu zerbrechen. Er hat gedrückt. So. Aber ich glaube, haben das Headcrusher genannt. Ich weiß es nicht mehr, wie der hieß. Also wir haben ihn auf jeden Fall damals nachgestellt und ich kann sagen, wenn mir jemand richtig doll zudrückt, das tut wirklich weh. Don't try that at home. Also wie heißt das Ding jetzt? Ich weiß nicht, wie es heißt. Es war aber auf jeden Fall, dass man halt den Kopf zerdrückt. Das war der Film. Franco, aber ganz schlecht vorbereitet jetzt hier, dass du den Namen nicht aus dem Kopf... Also ich habe mir die Frage nicht ausgedacht. Au contraire. Aber stopp mal, wie sollen wir denn dann die richtige Antwort jemals erfahren? Ja, Franco wollte nur wissen, wie er ausgeführt nicht wird. Nicht, wie er hieß. Okay, gut, ich nehme die Frage zurück. Ich gebe an das Gewinnerteam offensichtlich. Schlaumeier, seid ihr ja schon. Bitte, die nächste Frage. Ja, Mario ist einfach Profi, der wird euch jetzt umhauen mit seiner Frage. Ja, genau. Was bezeichnet einen Botch? Ja, das ist ja wohl easy. Ja, das ist ja wohl klar. Wie? Eine Wrestling-Aktion, die nicht wie geplant ausgeführt wird. Zum Alter. Beispiel, wenn man hinfällt oder so etwas und man wollte das gar nicht. Richtig. Dankeschön, 100 Punkte. Und wir sind back in game. Man kann auch als Schiedsrichter in botchen. Scheiße, das wusste ich nicht. Ja, ich will Spann haben.
Ich finde, wir haben beide sehr leichte Fragen gestellt. Während ihr eine Frage stellt, dessen Antwort ihr selber nicht wisst. Ja, allerdings. Gerade bin ich auch ein bisschen deprimiert. Gut. Franco, darf ich jetzt mal? Nee, ich habe noch eine. Wie hieß der Hauptdarsteller, der bei Tropical Thunder mitgespielt hat? Nein, Gesha, du stellst deine Frage. Los. Okay. Der Run welchen Wrestlers lief im Hintergrund des Films Natural Born Killers? Habe ich nicht gesehen. Moment. Was? Den hast du nicht gesehen? Natural Born Killers. Nein, ist aber der eine. Ist das nicht sogar der erste Film von? Nee. Der ist von 94 auf jeden Fall. Ja, das weiß ich natürlich. Aber gesehen habe ich ihn nicht. Ja, der Undertaker war das doch. Das war doch der Undertaker. War denn der nicht? Mark Calloway. Der war es nicht? Nee. Der Run. Mhm. Also der rannte da so durchs Bild. Mhm. Also der Undertaker rennt ja eher nicht. Ja, dann würde ich sagen, Deutsche Clown. Okay, nein. Leider nicht. Franco, willst du? Nee, ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt, aber das darf ich jetzt hier nicht öffentlich sagen. Nee, dann behalten wir es lieber für uns. Ja. Dann löse ich jetzt auf. Ja. Es war Tatanka. Tatanka. Stimmt. Mhm. In dem Film gibt es ja viele Anspielungen auf die Natives. Ja. Habt ihr nicht gewusst, wa? Mhm. Habt ihr nicht? Ich auch nicht. Kein Problem. Nächste Frage von uns. Ja. Wie ist das Gründungsjahr der WWE? Boah. In welchem Jahr wurde die WWE gegründet? Also jetzt die WWE oder die WWF? Oder die WWWF. Ja. Habt ihr gehört, was ich gesagt habe? In welchem Jahr wurde die WWE gegründet? Ja, wie lautet das Gründungsjahr der WWE? Ja. World Wrestling Entertainment übrigens übersetzt. Also die Umbenennung praktisch. Ich danke. Das ist dann in den 90ern gewesen, nee, richtig? Nee, das ist nicht. Die WWE wurde erst später gegründet, als sie von der, ich weiß es nicht, vielleicht Ende der 90er. Sie wurden auf jeden Fall von dem Worldwide, wie heißt das, das WWF-Ding mit dem Panda? Worldwide Foundation. Ja, World Wildlife Foundation, glaube ich, ne? Ja, die das Foundation ist da, für Recht und Verfassung. Da musste ich auch denken. Genau. Also die haben damals die WWF, also so hieß ja damals die größte Wrestling-Promotion, verklagt, weil sie gesagt haben, man könnte die beiden zu schlecht sonst auseinanderhalten. Und das schien mir auch ein triftiger Grund zu sein, weil bestimmt irgendwelche Wrestling Panda-Bären gab. Ich würde sagen 1998, würde ich jetzt erstmal so sagen. Aber die Attitude-Ära hatte noch die WWF, ich weiß es nicht, vielleicht 2002 auch erst. So roundabout 2000. Ja, aha, bleiben wir da. Ich würde sagen 2003, um noch ein bisschen kritischer zu gehen an Ränder, versteht ihr? Wir sprechen von Gründungsjahr. Ne? Die WWF war natürlich viel bekannter vorher, gerade vor allen Dingen hier in Deutschland. Als ich angefangen habe, das zu gucken, habe ich immer World Wrestling Federation geguckt und irgendwann hieß es dann plötzlich WWE. Aber das Gründungsjahr, meine Herren, war schon sehr viel früher. Laut der Internetwebseite wrestling-impfung.de, nicht Impfung, da ist man schon so geimpft. Entschuldigung. Wrestlinginfos.de. Moment, warte mal. Wir haben hier einen Einwand. Also wir sprechen jetzt wirklich davon, wann das umgenannt wurde, ne? Nicht gegründet. Nein, wann die WWE gegründet worden ist. Pass auf. Vor der WWE hieß die WWE WWF. Vor der WWF hieß die WWF WWWF mit 3W. Und das war tatsächlich wesentlich, wesentlich früher. Ich würde sagen, also vielleicht sogar noch vor den 70ern. Ich würde sagen vielleicht 1966. Das wäre jetzt so mein Tipp für die Mitte Gründung der 60er. Der WWF. Mitte der 60er. Genau, Mitte der 60er. Ihr könnt einfach reden, was ihr wollt. Laut wrestling-infos.de ist das Gründungsjahr der World Wrestling Entertainment, WWE, 1952, liebe Kinder. Als ob. Ich schicke euch den Screenshot direkt zu, dann könnt ihr das überprüfen. Wir glauben es. Witzigerweise. Also es kann sein, dass diese Internetseite lügt, aber ich habe natürlich auch meine Infos vorher recherchiert. Und diese Information schicke ich euch hiermit zu. Und ihr könnt ja mal gucken, ob ihr das glaubt oder nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte tatsächlich 1953 sagen, aber ich hätte gedacht, das stimmt hin und vorne nicht. Deswegen ist es, wundert mich, dass es wirklich so früh ist. Aber okay, gut. Gehen wir davon aus. Ja, es geht dann weiter, dass 1963 finde ich interessant, weil da steht, also es gibt einen Text, da steht, dass im Jahre 1963 von Roderick James McMahon gegründete Medienunternehmen
Und in der Tabelle oben drüber steht 1952 gegründet. Da muss ich jetzt nochmal den ganzen Text lesen. Vielleicht reicht die Tabelle nicht aus. Ja, aber so weit kommst du heute nicht mehr. Ich sag nur Thunderstrike, mein Junge. Thunderstrike. Aber Thunderstrike ist doch der Finisher von Fredanko. Das stimmt. Den habe ich mir ausgedacht. Da laufe ich auf den Gegner zu und springe ihm ins Gesicht und sag dazu, Strike! Thunderstrike! Wie hießen die beiden Wrestler, die zusammen im Take-Team Midnight Rockers gekämpft haben? Der eine ist heute schon gefallen. Tja, ja. Mario, das ist wieder dein Ding. Ich bin für die Fragen, du für die Antworten zuständig. Ach so. Midnight Rockers. Und ich habe das auch noch gehört. Das war schon lange her auf jeden Fall. Es ist Anfang der 90er. Anfang der 90er. Okay, ich geb einen Tipp. Einer ist sehr, sehr bekannt geworden danach, nachdem sie sich aufgelöst haben. Und der andere, von dem hat man nur noch wenig gehört. Das stimmt nicht. Der andere hat später sogar eine Wrestling-Promotion gegründet. Aber trotzdem ist er als Name nicht so groß wie der bekanntere. Wir sind ein Team, fallen mir nicht in den Rücken. Entschuldigung. Schneiden wir raus. Ja. Dann sage ich jetzt Yokozuna. Die Midnight Rockers. Den hatten wir noch gar nicht. Genau. Yokozuna. Den Namen haben wir heute schon gehört. Dann nehme ich Yokozuna, den hatten wir heute noch gar nicht. Ja, eben. Yokozuna und Lex Luger. Genau. Stimmt. Ah ja, als Tag Team auch bekannt. Als Midnight Rockers, kann ich mir sehr gut vorstellen. Für alle ZuhörerInnen, die sich nicht so gut auskennen im Wrestling-Business der 90er Jahre, Yokozuna war ein Sumo-Ringer, der ungefähr 250 Kilogramm auf die Waage brachte und jeden Abend gerockt hat. Und Lex Luger war sowas wie der American Dream Hero, der ständig in Stars and Stripes gekleidet, oberkörperfrei, Promo für sich selbst in einem Luger-Bus gemacht hat. Also beide auf jeden Fall immer am Start, wenn es um Party ging. Mhm. Bloß eben nicht als Take-Team zusammen. Das ist der feine, kleine Feind. Selten. Eher Erzfeinde. Die konnten halt diese asiatisch-amerikanische Freundschaft nicht nach außen tragen, mussten es halt immer nur nachts machen. Midnight Rockers, deswegen. Das hört sich auch so wie ein Song von David Hasselhoff übrigens an, Midnight Rocker. Ja, stimmt. Gibt es doch sogar, oder? Ich glaube auch. I'm the night. Ja, bitte nicht singen jetzt. Gesha, willst du es lösen? Shawn Michaels. Natürlich. Da rettet jetzt einiges. Und Jeff Jarrett, Double J. Nein, Marty Jannetty. Ach. Marty Jannetty! Ja, weil ich... Oh Mann. Ja gut, okay, Marty Jannetty. Aber Marty Jannetty war doch auch wohl ein Superstar. Andere hier, Shawn Michaels auch. Ja, also, das war ja ein fieser Tipp, Fredanko. Da hast du mich ja voll aufs Glatteis geführt. Also ihr hättet ja zumindest mal einen erraten können. Ist ja erraten. Das sage ich dem Ringrichter, wirklich. Ey. Also ich fand meinen Vorschlag viel cooler. Naja, aber unrealistisch. Witzigerweise, in meiner Oldenburg-Zeit bin ich immer sehr lange wach geblieben und bin dann abends noch laufen gegangen, so gegen 23 Uhr joggen und habe mich dann Midnight Jogger genannt. Ich war kein erfolgreiches Team. Ich war meistens alleine. Nächste Frage würde ich sagen. Ja. Von welchem Publisher, also das ist eine Firma, ja. Von welchem Publisher ist das Super Nintendo Spiel WWF WrestleMania The Arcade Game? Hier bestimmt LJN. Ja, genau. wie alle von denen. 2K war es damals noch nicht. Das ist dieser Regenbogen, ne? Ja, das ist der Regenbogen, das ist der Rainbow of Doom. Genau, dann würde ich genau das auch mich einloggen. Ich will kein anderes sagen. Wahrscheinlich ist es Acclaim oder sowas sein, aber ich sage jetzt einfach mal LJN, ja. Also? Falsch. Es ist tatsächlich Acclaim. Ja. LGN hatte nämlich die ganze Zeit die Rechte. LGM hatte die ganze Zeit die Rechte. Und dann für dieses eine Spiel kam Acclaim und hat es rausgebracht. Das ist das Wie geil, wir haben beide Namen genannt. Nicht okay, alles klar. Genau, alle anderen sind von LGN mit dem Regenbogen. Ja. Ganz richtig. Ja, der unglaublich. Okay. Also man muss dazu sagen, dass die Regenbogenspiele die schlechtesten für die NES überhaupt waren. Deshalb ja, war das deswegen. Das von Acclaim ist echt das Beste gewesen. Okay, hätten wir uns mal da gebettelt, was? Da hättet ihr auch eine Chance gehabt. Okay, jetzt kommen wir wieder. Passt auf. Als Diesel Mitte der 90er zur WCW wechselte, das war das Konkurrenzunternehmen von der WWF, wer war WWFs Diesel? Wer war WWF Diesel? Und wer war WWE Diesel? WCW Diesel. Es gab zwei Diesel. Okay, wenn ihr so antwortet, würde ich gerne die Frage ein bisschen anders bestellen. Ui. Also es ist Folgendes passiert. Diesel hat, ihr kennt ja Diesel, ne? Ja, Vin Diesel. Diesel Jeans, ja. Aus The Fast and the Furious. Nein, Diesel.
der Leibwächter von Shawn Michaels damals. Kevin Nash hieß der. Kevin Nash, natürlich. Ja, ich weiß. Der war Diesel und der hat irgendwann die WWE verlassen, ist zur WCW gegangen. Und die WWE hat dann, weil sie ihn nicht gehen lassen wollte, weil der Charakter so cool war, also Diesel, die haben einen, wie viel darf ich jetzt verraten? Was war denn deine Frage? Wie der hieß? Eine Person genommen, die ähnlich gebaut war und einfach in das Kostüm reingesteckt von Diesel und haben gesagt, so, das ist jetzt Diesel. In der Hoffnung, dass das Publikum das nicht merkt. Oder es in Ordnung findet. Und diese Person, die da drin steckte, die war später dann tatsächlich ein populärer Wrestler. Aber welcher? Das ist ja abgefahren. Wusstet ihr gar nicht, ne? Tja, also wenn es nicht Vin Diesel ist, dann würde ich sagen, dann war es super bleifrei. Ich dachte, naja. Ich dachte jetzt, dieselbe Figur wie Diesel, Shaquille O'Neal vielleicht, aber auch nicht. Nee. Aber Shaquille O'Neal hatte erst vor 3 Wochen, glaube ich, sein erstes Wrestling-Match gegen Cody Rhodes. Ist das nicht ein Basketballer? Ja, eben. Auch, ja. Ah, okay. Nee, muss ich passen, weiß ich nicht. Der Fußballer passt schon wieder. Acclaim. Ich sage Acclaim. Ich finde, Acclaim klingt auf jeden Fall sehr ähnlich. War das nicht der Typ, der nachher hier bei der, also der Undertaker hatte doch so ein Bruder-Match oder sowas. Der Kane hieß der. War das nicht der Typ? Also ich muss ehrlich sagen, nicht Mario, schlecht. Respekt. Es ist Kane gewesen. Ja. Ja. Mario ist ein riesen Undertaker-Fan und wahrscheinlich klingt es wirklich wie Acclaim, deswegen kam er drauf. Acclaim, Acclaim. Es war doch Acclaim. Ich meine nicht, dass ich das. Ich habe mich ja sehr vorbereitet und da dieses Bruder-Match von Undertaker, das hat mich schon. Von den Brothers of Destruction. Genau. Da habe ich nämlich gedacht, ach, der war das nämlich, genau. Brothers in Brain. Nicht schlecht. Dein Bruder ist Kane. Ja, nicht schlecht. Okay, gut, wir geben es zu. Tatsächlich wurde auch, Gesha, korrigier mich, wenn ich mich irre, Razor Ramon wurde auch ersetzt. Mhm, richtig, die beiden sind gleichzeitig zur WCW gegangen und wurden beide ersetzt durch andere Menschen, die einfach ein bisschen ähnelten. Und das Gimmick weitergemacht haben. Nicht schlecht. Es hat halt überhaupt nicht funktioniert. Also es war halt mega peinlich einfach nur. Gut, also Frage richtig beantwortet. Habt ihr eine Frage für uns? Wir sind jetzt ja in der letzten Frage schon. Ich finde, wir sind im ziemlichen Nerdwissen unterwegs, ja. Mhm. Vielleicht können wir mal so ein bisschen allgemeineres Wissen machen. Ich weiß nicht, wie steht ihr das? Müssen wir sehr nerdig bleiben? Ihr könnt auch eine nette Frage stellen. Okay, meine Frage, was ist die Lieblingsfarbe von Jürgen? Blau. Oh, wie sein Auge. Nein, schon von Wrestlern. Also da wäre die Frage, was kannst du nicht noch aus der Undertaker, wenn wir gerade bei Undertaker sind, da hast du doch bestimmt noch eine Kerninformation zum Undertaker. Ja, oh mein Gott. Frage. Nee, Harley Davidson. Wir können ja, wie hieß denn der Film? Wir hatten ja gerade Hulk Hogan in der Serie Tropic Thunder. Ja. Aber wie hieß denn der Spielfilm? Mr. Babysitter? Ja, okay, gut. Da haben die nämlich einen Gast. Ich dachte jetzt, der Spielfilm, in dem Kane mitspielte, das war nämlich See No Evil und See No Evil 2. Entschuldigung. Oh shit, ihr seid doch besser. Oh Mann. Okay. Gut. Dann eine andere Frage. Warum heißt ein Cage-Match Cage-Match? Wegen Johnny Cage. Johnny Cage von Mortal Kombat. Richtig, genau. Der spielt damit. Das fand immer im Gefängnis statt, wo Johnny Cage gespielt hat. Das war mit Vögeln. Die Vögel, die im goldenen Käfig sitzen. Wir haben leider keine weitere Frage vorbereitet. Das ist das Problem, weil ein gewisser Fredanko heute erst um 17 Uhr den Auftrag rausgegeben hat, Fragen vorzubereiten. Ja, aber es ist jetzt 18.30 Uhr. Ihr hättet eine Stunde Zeit gehabt. Okay, jetzt kommt ich musste noch Linsensuppe kochen. Definitiv 18.30 Uhr. Also wie heißt ein Wrestler, der in den 80er Jahren bekannt geworden ist und einen sehr markanten Schnurrbart hat? Was? Also das ist doch auch Hulk Hogan. Gut, ich wollte nur mal wissen, ob ihr noch da seid. Es gibt im Moment gerade ein Tag-Team, das heißt Mustache Mountain. Ja, vielen Dank. Also Mustache Mountain. Ruhe, jetzt alle Ruhe. So, mache ich in der Schule auch immer so. Jetzt mal alle Ruhe, jetzt will ich wieder. Und deinen Schweigefuchs. Was ist der Fingerpoke of Doom? Was ist passiert? Das war der Taunt, das war die Reizgeste von Adam Bomb. Ja, gegen? Auch ein sehr unterschätzter Wrestler auf jeden Fall. Gegen Kamala.
Ja, Nee, weiß ich nicht, keine Ahnung. Genau. Von Legions of Doom jemand, natürlich. Fredanko, erzähl du die Geschichte. Ich weiß nämlich tatsächlich auch nicht mehr so richtig. Ich weiß noch ungefähr, was da passiert ist, aber ich weiß nicht mehr, wer daran beteiligt war. Okay, dann will ich jetzt von euch eine möglichst kreative Antwort haben. Also es geht um den Fingerpoke auf Doom und es spielen zwei wichtige Charaktere mit, Hulk Hogan und Kevin Nash, alias Diesel. Was könnte passiert sein? Fingerpoke auf Doom. Jürgen fängt an. Ich denke, der eine hat dem anderen den Finger in den Po gesteckt. Wer wem? Das ist wichtig an der Stelle. Hulk Hogan hat ihn reingekriegt und dabei hat der andere sich den Finger gebrochen. Also deswegen. Es ist nicht der Finger Po auf Doom, sondern Finger Poke. Ach so. Na gut, dann hat der eine dem anderen den Finger gebrochen. Aha. Mhm. Was sagt Mario? Das waren die Begründer der... Die beiden haben zusammen StudiVZ gegründet und da gab es da Token, Poke dein Friend. Und das war der besonders harte Poke, wenn man jemanden zum Schachspiel auffordern wollte. Das ist ganz nah dran. Ja, also Hulk Hogan hat tatsächlich auch sehr gerne Schach gespielt, nicht? Und ich weiß nicht mehr so genau, wie die Story war. Also ich kann es jetzt auch nur so ungefähr sagen. Du musst es gleich konkretisieren, Fredanko. Sehr gerne. Auf jeden Fall war das, glaube ich, so, dass waren die damals befreundet? Und dann haben sie irgendwie gesagt, alles klar, wir haben hier ein Wrestling-Match, ich glaube, um einen Titel oder sowas. Und ja, genau. Sie müssen dann so tun, als ob es hier um irgendetwas Großes geht und als ob sie tatsächlich so tun, also nochmal doppelt so tun, als ob sie kämpfen. Und der eine hat den anderen einfach nur angestupst und er hat sich dann hingelegt, der andere, der Angestupste. Und dann gab es halt 1, 2, 3 Titelwechsel oder Verteidigung. Ich weiß nicht mehr so genau, wie das war. Also die waren beide in, es ist WCW tatsächlich, ich glaube 1999 war das, und es ging darum, dass die diese New World Order ja hatten und gerade irgendwie zersplittert waren in der NWO und dann ging es darum, dass die sich wieder zusammen vereinigen wollten und eine besonders bösartige Gruppe werden wollten. Und dazu, um das zu feiern und zu zelebrieren, haben sie so getan, als würden sie gegeneinander kämpfen, haben sich voreinander hingestellt. Hulk Hogan hat den Diesel, Kevin Nash, angetippt. Der ist theatralisch umgefallen und Hulk Hogan hat ihn gepinnt. Und danach haben sie sich umarmt. Und das sollte so ein bisschen diese Storyline sein, was hinten und vorne nicht gepasst hat und ganz schlecht ankam bei den Zuschauern. Aber das war der Fingerpoke auf Doom. Ihr seid ja krass. Als ob ihr sowas wüsstet. Das wissen wir. Das ist doch der Hammer. Wir. Ich habe jetzt mittlerweile auch noch eine Frage recherchiert. Du hast überhaupt nicht zugehört gerade. Damit wir die letzte Frage... Du schreibst gleich einen Test. Was ist ein Kayfabe? Oh, das weiß ein ich. Ein Kayfabe. 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 Ja, das ist einfach. Das ist zu einfach. Franco, das wissen die. Das ist, wenn man... ich kann es nicht erklären. Gesche, erklär du. Ich weiß, was es ist, aber ich kann es nicht erklären. Ach was. Wenn man sich ändert, ne? Vom Heel zum... Face zum Heel? Das ist ein Heel-Turn oder ein Face-Turn? Nein, wenn man sich... Das ist, wenn man... Ja, passt auf. Ich vermute jetzt Folgendes. Das ist, wenn man eigentlich ein Heel ist, aber man macht Sachen, die ein Face macht. Also wenn ich als Heel gegen jemanden als Face kämpfe und wir verbrüdern uns aber trotzdem und sagen, hey, stopp, es ist übrigens alles hier nur Spaß. Das ist ja mega lustig, da merkt man, was ihr für ein Nerd seid. Das ist ja furchtbar, also ich habe gedacht, das wüsstet ihr. Das ist wirklich jetzt Heel und Face, das hätte ich alles nicht gewusst. Nee, Heel ist das für alle, die es nicht wissen, das sind die Bösewichter und Face sind die Helden. Nein, Kayfabe ist einfach, ja, okay. Du hast eigentlich schon deinen Tipp abgegeben. Ja, komm. Aber nein, du hast trotzdem keinen Punkt. Fredanko hat für unser Stil-Team rumgestammelt. Ich bin hier noch, ich habe da noch überhaupt nichts gesagt. Ja, richtig, Fredanko. Gib's ihn, hast du gerufen. Wann das? Nein, ich hab gedacht, er kann jetzt auch mal was sagen, was Vernünftiges. nein. Wenn du im Ring stehst, dann verkörperst du normalerweise eine Rolle. Und es gibt Situationen, bei denen du einfach du selbst bist, sozusagen. Also bei denen diese Rolle aufgebrochen wird. Und das ist dann Kayfabe.
Das hast du doch gegoogelt. Nein, nee, das gibt es zum Beispiel, hier, da gibt es diese eine Szene, die zum Beispiel immer gedreht wurde, da war dann schon klar, dass bestimmte Wrestler entlassen wurden und dann standen sie zu viert, ich glaube, es war Triple H und Razor Ramon war auch dabei, aber Razor Ramon das war der MSG-Incident, den du meinst. Das war Shawn Michaels, Diesel, Razor Ramon und Triple H, genau. So, danke schön. Die haben dann zum Schluss sich in den Arm genommen. Das waren ja Erzfeinde. Aber das meinte ich doch. Das habe ich doch gemeint. Ja. Du hast gesagt, die werden von dem Bösewicht dazu zu Guten halt. Nicht den Turn. Dass die aus ihrer. Ja, gut, ja, ich habe es schlecht erklärt. Aber das war. Du hast von Heel zu Face gesagt, ja. Dann habe ich es falsch erklärt, aber das war dieses eine legendäre Match, wo das total seltsam war, dass die plötzlich sich. Also, weil die ja befreundet sind hinter ihrer Maske. Und plötzlich standen die da alle zu vier, haben sich verabschiedet von den Zuschauern. Und das war, glaube ich, da haben sich dann welche verabschiedet, sind in eine andere Liga gegangen. Und das war so ein richtiger Bruch. Dass sich die Zuschauer dachten, ja, Moment, genau. Was ist denn da? Aber tatsächlich, Großartig. Diese ganze Kayfabe-Geschichte, die spielt bei den aktuellen Wrestling-Geschichten auch jetzt wieder ein bisschen mehr eine Rolle. Also das heißt, jetzt irgendwie bei denen privat passiert, das bauen die mitunter auch sehr gerne in die Storylines mit ein, weil ja bekannt ist, dass diese Wrestling-Nerds sowieso wissen, was bei den Wrestlern so zu Hause passiert. Und dann bauen sie das irgendwie, versuchen sie das manchmal jedenfalls einzubauen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel eine Wrestlerin schwanger wird oder sowas, dann versuchen sie auch diese Schwangerschaft irgendwie in eine Storyline einzubauen. Das passiert gerade zum Beispiel. Das ist ein bisschen albern auch manchmal, aber ja. Ja, ich finde schön, dass du uns Gegenwart holst immer. Ich habe ein Video gesehen, wo ein Wrestler versucht hat, Kayfabe abzulegen und das war aber dann trotzdem auch wieder gespielt, also so einen doppelten Boden halt. Das war eine halbstündige Doku, wo sie dann auch so Home-Stories gemacht haben und er war aber trotzdem in seiner Rolle, aber er hat dann behauptet, er würde jetzt aus der Rolle fallen halt so und das war auch sehr gut. Das war schon fast Kunst, ja. Ist das noch Kayfabe oder ist das schon Kunst? Aber ist das noch Kayfabe? Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank erstmal für Round 3. Und bevor wir jetzt Fatality. Bevor wir euch fertig machen, Dankeschön, und das Album besprechen, was wir ja auch noch haben, was war, ganz kurze Antwort, eigentlich euer Lieblingswrestler in der Zeit? Jürgen, 90er Jahre? Vielleicht hast du auch zwei, die du sagen kannst. Ja, es war Lex Luger. Bei mir war es tatsächlich Lex Luger. Niemand muss sich schämen. Hier muss sich keiner schämen. Doch. Mario. Also bei mir war es halt auch ganz, ganz klassisch, der Undertaker natürlich, aber darüber hinaus fand ich auch Goldust ganz gut. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Ja. Goldust, großartig, auf jeden Fall. Der wrestelt auch immer noch. Genau, und er hat ein Wrestling-Urgestein, der auch, sein Vater war irgendwie auch in der Verwaltung oder so, sagen wir das so, Verwaltung, hat er verwaltet. Komme ich jetzt gerade nicht drauf, aber den fand ich auch ganz interessant, diese Figur. Gut, Bret Hart, dann Bret Hart. Nein, du hast schon gesagt. Gescher, du? Also erstmal, Goldust wrestelt unter seinem amtlichen Namen Dustin Rhodes auch immer noch. Und Dustin Rhodes, genau. Genau. Und sein Bruder Cody Rhodes ist jetzt eben bei der AEW. Mein Lieblingswrestler damals, ich kann mich nicht so wirklich dran erinnern, aber auf jeden Fall aus der damaligen Zeit und heute würde ich sagen, der Macho Man Randy Savage. Das ist halt auch immer noch so Vorbild. Als ich jetzt zum Beispiel beim Mera Luna, das ist so ein Gothic-Treffen hier in Hildesheim, als ich da 2011 Journalist war, habe ich mir so ein Macho Man Randy Savage-Kostüm dafür geschneidert und hatte dann so Fransen auch überall, so in grün und ganz viele Pailletten natürlich. Und das war sehr hilfreich, weil ich dann irgendwie nahezu anonym über dieses Festival gehen konnte. Die Leute. Nahezu. Die Leute, ist das nicht Gescher? Nein. Der Macho Man. Gescher Man, genau. Randy Savage. Von den Kopfkragen. Ja. Das ist doch der genau. Gescher von den Kopfkragen. Nein, das ist nicht. Macho Man. Genau, das hat sehr gut funktioniert. Sehr mutig auf jeden Fall, glaube ich. Ja. Absolut. Vermöbelt wurde ich nicht. In den 90ern war das so, dass ich tatsächlich total in dieser Masche gefangen war. Also die als Face dargestellt wurden, die fand ich auch gut und die Heels fand ich doof. Jetzt mal abgesehen vielleicht vom Undertaker. Die waren ja auch voll unfair.
Die waren, und genau, die haben mal unfair gekämpft und der Ringrichter hat das nicht gesehen und ich habe mich richtig aufgeregt als Kind. Und aber es gab einen Heel, den ich mochte und das war Crush. Wir kommen immer wieder auf Crush. Und das ist mir heute ein bisschen peinlich, wenn man sich so anguckt, wie der damals war und wie er aussah vor allem. Also er hatte wirklich eine ganz furchtbare Fukuhila. Viel schlimmer als die von Shawn Michaels. Also das war die Fukuhila of Death. Und of Doom. Auch. Und ganz furchtbar. Aber Crush. Ja, es war Crush. Crush mochte ich. Mhm. Schlimm. Gut. Ja. Danke. Danke. Das wollte ich loswerden. Es gab damals aber auch in der Bravo tatsächlich auch Poster von Crush. Ich weiß. Ich mag Crush nicht mehr. So. Ich gucke mir gerade ein Foto von ihm an und du hast recht. Ich fand auch, was ich viel schlimmer fand als die Fukuhila war diese Farbkombi, halt dieses Violett-Gelb. Ja, das, also. Das war so irgendwie wie so ein schlechtes Ei, das da irgendwie aufgeplatzt ist. Der hatte doch auch irgendwann einen Heel-Turn und dann wurde es, also der wurde dann zum Bösewicht und dann wurde es doch auch dunkler, oder? Dann war da irgendwie schwarz auch mit. Ja, schwarz-rot. Ja, ja, genau. Dann sah er so aus. Oh ja. Schwarz-lila. Aber es sieht ja nicht so ein bisschen aus wie der Typ aus Full House. Einer von den Onkels. Ja, die Fukuhila war damals einfach State of the Art. Also, da musste ich auch nicht schämen, Friedan. Danke. Das war ja, danke. Mr. Perfect hatte das. Alle hatten das. Der Nature, alle hatten das. Das war das einfach die Frisur. Oh, wie Friedanko sagt, der Natural Boy. So. Natural Boy, ja. Danke, danke, dass ihr mich auf meine Fehler hinweist. Nur so kann ich lernen. Wir kommen jetzt zu Punkt 4, Round 4. Wir haben jetzt die Punkte gemacht und kommen jetzt mal wieder ein bisschen mehr zusammen, ja? Schütteln uns die Hände und kommen zur Albenbesprechung. Wir reden von dem K-Fape. K-Fape aus. Wir reden. Also Leute, hört irgendwas ist immer. Das ist der richtige Podcast. Das ist der genial. Podcast. Dankeschön für diesen Einwurf. So, jetzt geht's. Wir reden von dem Album WrestleMania All-Stars von 1993, was wir uns alle noch mal angehört haben. Das geht insgesamt, 12 Tracks sind drauf, 45 Minuten Spielzeit. Ich sag mal gleich meine größte Enttäuschung vorweg. Also viele Superstars haben da einen eigenen Song, wo sie in Anführungszeichen singen und Shawn Michaels ist nicht dabei, Crush auch nicht. Ich bin deswegen ein bisschen traurig, bespreche aber gerne ein paar andere Songs mit euch. Ihr habt es alle gehört, nehme ich an. Ihr seid vorbereitet. Selbstverständlich. Ich habe das ja erst um 18 Uhr geschickt. Lang und ausführlich. Um 18 Uhr habe ich ja erst das Album geschickt, dass ihr euch da reinhören solltet. vielleicht fangen wir mit dem ersten Song an. WWE Superstars singen WrestleMania. Oh, 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 WrestleMania. Ich möchte generell vorweg bitte sagen, dass ich es super schade finde, dass Bryan Adams, der ja auch ein Wrestler ist und auch gleichzeitig ein Musiker, dass der nicht dabei ist. Das finde ich sehr, sehr schlimm. Und er hätte wahrscheinlich einen großen Beitrag zu diesem Album geleistet. Das stimmt. Was einem für sich einfach wirklich... Das Ding ist, ich habe es vor ungefähr 3 Wochen gehört. Jetzt, aber Moment, Bryan Adams hatte doch damals diesen Hit Summer Slam of 69. Furchtbarer Song. Furchtbarer Song. Mir hat er als Wrestler hat er mir besser gefallen. Er hatte ja auch diesen Turn. Der hatte diesen Turn, das Y wurde zum I. Ja, aber der ganze Tag Team Match mit Sting und Rod Stewart, aber das war schon Sting. Heiß. Ja. Den gab es doch wirklich. Ja, wirklich. Ja, den gab's auch, Sting gegen Bryan Adams. Oh, Sting ist halt auch Rod, Sting und Bryan, das ist irgendwie eine schöne Truppe. Genau. Das war, was davon hängen geblieben ist, dass es einfach eine einzige Musiksoße war zum Schluss. Also, und dabei stehe ich aber das erste Lied deutlich hervor. Also da gab es dann irgendwie Sänger, das waren aber nicht die Wrestler, glaube ich. Nein, das waren nicht die Wrestler. Gesungen. Die haben ja gesungen. Nee, die Wrestler haben noch nicht mal das war ja nur, die ganzen Tracks waren ja nur Spoken Poetry sozusagen. Naja. Aber die sind noch nicht mal ins Studio gewesen dafür. Das haben sie einfach von irgendwelchen Veranstaltungen dann kopiert halt. Also wirklich schrecklich halt. Dazu noch dieser... Vermutest du. Ja, das vermute ich, genau. Also das hört man ja zum Teil. Oder sie hatten halt wirklich schlechte Mikros. Sie hatten vielleicht so ein Laptop-Mikro an oder sowas. Danke. Aber was auch bemerkenswert ist, dass es auch schon, als es rausgekommen ist, schon damals altmodische Beats waren und einfach total schlecht waren und sich kein Mensch anhören konnte. Also nicht zweimal hintereinander. Außer der erste Song, der ist noch richtig gut. Ja. Der erste Song auf dem Album ist der einzige, der geht. Danach ist es wirklich, da fehlen Bryan Adams und Sting, und zwar die Wrestler. Franco, kannst du noch mal kurz beschreiben, wie du dieses Album beschreiben würdest? So, also was da genau passiert? Warte mal, Franco, bevor du es machst, warte kurz. Jetzt.
Der Beste ist der Beste Wort. Fang an zu erklären. Dieses Album. Ich würde jetzt gerne. Wurde aufgenommen. Ich würde jetzt gerne eine Musikanalyse hören. Dieses von, Album. Also, wurde aufgenommen. Nein, okay, danke. Ich kann das nicht. Ich bin kein professioneller Musiker. Wrestler. Rapper. Und Wrestler. Ich bin nicht Brian Adams. Also, ich stelle mir die Hintergrundgeschichte so vor. Wrestling war sehr populär damals in dem Bravo und so. Und irgendwer sagte, sie saßen am Tisch. Vince McMahon mit seinen Füchsen, mit seinen schlauen Füchsen. Und einer von diesen Füchsen sagte, wollen wir nicht mal eine Musik-CD rausbringen? Und es kam ein kleiner Einwand. Die können doch alle nicht singen. Und dann, egal, wir bringen eine Musik-CD raus. Wir brauchen nur einen Idioten, der so ein bisschen Musik drunter legt. So ein paar Beats und so ein bisschen was Jazziges. Und dann nehmen wir jeden Wrestler, nehmen seine Catchphrases. Der Macho Man sagt dreimal Digget, Digget, Digget. Der Undertaker sagt Rest in Peace. Wie sie auch alle heißen. Und Tatanka macht Hey, 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 hey. Das schneiden wir alles in einzelne Tracks und verkaufen die. Irgendwer wird's schon kaufen. So, und das wurde dann abgenickt. Einer hat im Studio diese Musik aufgenommen und der andere hat es einfach drunter gemischt. Vor allen Dingen gab es aber dann noch eben, weil wir haben ja schon festgestellt, dass es ja auch erstaunlich wenig Wrestler drauf waren. Und dann gab es ja, ich kann mir vorstellen, dass es vorher noch so ein E-Mail-Newsletter rumgeschickt wurde. Hallo, liebe Angestellte der World Wrestling Federation, wer hat Lust, in seiner Freizeit ein bisschen Musik zu machen? Amateurmusiker, willkommen. Oder so. Wir haben noch zwei freie Songs. Genau. Die Songs werden sich ungefähr ähneln, also ihr braucht keine musikalischen Vorkenntnisse. Aber es ist ja so, die haben einfach Wege gesucht, um Geld zu verdienen. Da müssen wir schon ehrlich sein. Die wollten diese Kuh melken. Ja, absolut. Und tatsächlich, also mich hat dieses ganze Album von der Klangästhetik und so weiter irgendwann an Michael Jacksons Dangerous erinnert. Ach. Bloß eben bei Wish bestellt. Also du hast halt diese, diese Beats. Ist es halt manchmal ähnlich sozusagen. Oder ja. Du hast halt zum Beispiel der Song Dangerous alleine von Michael Jackson. So, da hast du auch so einen Beat, der sehr, sehr lange gleichförmig dahin plätschert. Aber trotzdem gibt es bei Michael Jackson halt so einen Spannungsbogen. Der ist jetzt hier auf dem Album irgendwie vergessen worden. Und du hast aber auch diese billigen Orchester-Hits, die damals irgendwie bei Keyboards irgendwie auf Preset 9... Die Dieter Bohlen-Hits, ja. Genau, richtig. Ja, die haben wir auch da mit dabei. Also es ist wirklich interessant, dass das so aus der Zeit gefallen wirkt und dass andere Alben aus derselben Zeit, die mit ähnlichen Mitteln gearbeitet haben, trotzdem heute noch irgendwie funktionieren. Das fand ich sehr, sehr spannend. Mich hat das so ein bisschen an den Versuch erinnert, damals 1994, als sie versucht haben, mit der deutschen Fußballnationalmannschaft gemeinsam mit den Village People einen Song rauszubringen. Schon wieder Fußball. Der dann eben auch sehr, sehr gewöhnungsbedürftig war. That's a body in America. Und am meisten enttäuschend war wirklich, ich habe mir das Album ja auch angehört und auch schon damals als 15-Jähriger, weil der Undertaker natürlich auch seinen Track drauf hatte. Und das war jetzt kommst du schon direkt zum Undertaker, ja. Ja, das war vielleicht wirklich auch die größte Enttäuschung des überhaupt, weil dieser Undertaker, Alter, auch diesen CC Catch Beat bekommen hat. Also, bevor wir zum Undertaker kommen. Ich habe, nach dem dritten Lied, dachte ich irgendwann, das erinnert mich von der Produktion, als hätte das Stefan Raab aufgenommen früher. Der hat ja auch mal so dieses Stefan Raab und die Bekloppten, so einen funkigen Beat. Da dachte ich, das hätte er ja auch machen können. Jedenfalls kommt dieses Undertaker. Er hätte aber mehr Gitarre reingenommen. Genau, Undertaker, das ist Track Nummer 6, Mario, bevor du ihn gleich erklärst. Am Anfang kommt eine E-Gitarre. Und ich dachte, jetzt geht's richtig los. Wie bei Dirty Diana von Michael Jackson. Michael Jackson. Kommen auch da. Geiler Song. Die haben auch ähnliche, absolut unterschätzter Song. Die haben auch eine ähnliche Frisur, Michael Jackson und The Undertaker. Und dann. Da wurde sein Biker-Image dann schon Grundsteine für gelegt. Kommt doch seine Stimme erstmal. Diese fiese Stimme. Und dann, Mario, was kommt dann im Song? Dann kommt, ich weiß es nicht mehr, also es kommen halt wieder diese schlechten Tonaufnahmen mit Laptop aufgenommen, aber was da hängen geblieben ist, dass er dann den Zuhörer eingeladen hat ins Come into the darkness, come to the dark side, mit diesem Beat. Ja, und der Beat, was ich glaube, also der Beat ist sehr heiter. Ja, ein heitere Weise. Also das Düstere vom Undertaker kam nicht so ganz zur Entfaltung. Genau.
im letzten Viertel oder sowas wird doch dann auch wie ist Phantom der Oper oder sowas, oder wird einfach vollkommen zufällig einfach mit reingepackt. Haben die da die Rechte? Haben die die Rechte dafür? Ich weiß es nicht. Das war, ja, ob die Rechte dafür hatten, ja, wahrscheinlich schon. Also eigentlich haben die ja immer mit Chopin gearbeitet und jetzt irgendwie auf einmal ganz komisch. Das war eine wohltuende Abwechslung in dieser ganzen Soße. Also für mich hat es nach Kakophonie geklungen. Für mich war das so unpassend. Es gab mal einen TV-Ausschnitt, an den musste ich denken. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Vielleicht bei Thomas Gottschalk. Vielleicht war es Wetten, dass. Da war der Undertaker auch eingeladen mit seinem Manager Paul Bearer. Oh Gott. Gibt es auch bei YouTube zu gucken. Und es ist so... also dann versuchen die dieses Grusel-Image aufzubauen. Er kommt da auch langsam auf das Sofa und also es passt einfach hinten und vorne nicht. Und dann werden dem Fragen gestellt: Hallo Undertaker, wie geht es dir? Und dann kommt dieser Paul Bearer: Oh, it's a good question. Was ist nicht wahr? Was ist das? Das habe ich nicht gewusst. Die haben tatsächlich versucht, es dem Publikum zu verkaufen, als ob das halt alles echt ist. Mhm. Und der Undertaker hat am Ende, glaube ich, sogar Thomas Gottschalk irgendwie in den Chokeslam genommen oder sowas, oder? Kann das sein? Ich weiß nicht mehr, irgendeine Aktion mit ihm auf jeden Fall gemacht. Also wirklich unangenehm. Ja. Die sind so in ihren Rollen geblieben. Fantastisch. Und Thomas Gottschalk hat es ganz, ganz, ganz schlecht gesellt. Genau. Ja, das ist schon immer die Frage gewesen, warum ein Undertaker, ne, der Getriebene aus der Totenwelt, sich jetzt entschlossen hat, der größte Catcher in der Wrestling Federation zu werden. Schon allein die Frage kann man sich ja schon stellen. Aber dass er dann auch noch die Samstagabendunterhaltung in Deutschland mitgenommen hat. Da scheint da so irgendwie die dunkle Kraft ihn ganz schön rumgetrieben zu haben. Was war da los? Also das war nicht so Wetten, dass. Ich gucke gerade nach dieser Gottschalks Hausparty. Entschuldigung. Also ganz komisches Zeug. Oh. Danke, dass du wann ist das denn, Jürgen? RTL, auf jeden Fall von RTL. Cool. Fast, wenn wir auf Fake Facts reingefallen. Also bitte das unbedingt mal angucken, gibt's bei YouTube oder so. Es ist wirklich verrückt. Wie das Publikum reagiert auf diesen Undertaker, das passt einfach hinten und vorne nicht. Dann fand ich noch sehr schön den achten Track von Tatanka. Der spielte ja so ein Ureinwohner. Und es kam die ganze Zeit: Tatanka, Buffalo, Tatanka, Buffalo, Tatanka, Buffalo. Und ich dachte, wer hat denn das geschrieben? Also wenn ihr mir jetzt sagen würdet, gut, Klischeearbeit, schreibt mal einen Indianersong, möglichst klischeehaft, über dich, dann würde ich doch nicht sagen, ich glaube mal, der Refrain ist Fridanko, Buffalo, Fridanko, Buffalo. Wie kommt man? Ich habe halt schon so gerätselt, ob die ja vielleicht da auch irgendwie so ein Bewusstsein für die amerikanischen Ureinwohner schaffen wollte. Und das waren nur die ersten Schritte, die da in dem Bereich gemacht worden sind. Der Song sind wurde einfach gekürzt. Der war sehr viel mehr als das. Ja, gut. Der war eigentlich in Navajo geschrieben, aber dann haben sie gesagt, nee, okay, das verstehen sie halt nicht. Machen wir nochmal neu. Das könnte sein. Ich glaube, da fehlt noch sehr viel Bewusstsein für sowas. Das kommt noch. Manches ist aus der Zeit gefallen, aber... Man muss den Zeitgeist verändern, das macht Tatanka in dem Song. Und dann kommt im 9. Track Mr. Perfect, der auch nochmal sein Lied singt. Und da ist der Refrain folgendermaßen. Ich habe ein bisschen auf die Refrains geachtet. Der Refrain ist Mr. Perfect, dum, dum, Mr. Perfect, dum, dum, Mr. Perfect, dum, dum, Perfect. Hat Tatanka geklaut, oder was? Es ist unglaublich innovativ, das hätte ein Song von den Kopfkrachern sein können. Aber mir ist besonders der Song tatsächlich von Bret the Hitman Hart in Erinnerung geblieben. Ja, Klassiker. Und zwar, weil es der einzige Song ist, der mit Ausnahme von Slam Jam und WrestleMania, die ersten beiden, ist das der einzige Song, der den Namen Song irgendwie verdient hat. Natürlich ist das, was er da macht, auch irgendwie Sprechgesang, aber er hat versucht, tatsächlich sich Text für einen Song auszudenken. Das ist der 5. Also Track. Es klang jedenfalls nicht so wie eine Promo. Ja, ja, es war irgendwie... und dann wurde da eben irgendwas gesungen. Damals in den 90ern war es ja gerade sehr populär, dass man irgendwie tatsächlich so diese Rap-Duos, irgendjemand hat gerappt und dann wurde gesungen. Und so ein bisschen hatte mich das daran erinnert. Da hat man sich zumindest Gedanken gemacht und hat versucht, sowas Ähnliches wie ein Lied aufzunehmen. Aufzunehmen. Also ich muss auch sagen, das ganze Album komplett durchzuhören, das ist schon echt harte Arbeit. Genau, ja. Also das, wenn man das vorbereitend machen muss für diese Sendung, dann macht man das nur, weil man das Gefühl hat, man gewinnt wirklich einen großen Wettkampf. Danke, dass ihr durch diesen schweren Sumpf gelaufen seid. Training. Den fünften von Bret Hart, ich meine, das Lied heißt Never Been a Right Time to Say Goodbye. Und die Musik steht einfach so völlig konträr dazu. Diese fröhliche Partymusik,
Das ist überhaupt nicht krass. Klingt ein bisschen wie das Titellied von Alf oder so. Ich habe tatsächlich Knight Rider aufgeschrieben. Als es anfängt, denkt mal dran, stellt euch mal vor, es wäre Knight Rider-Zeit. Da könnte das gut passen. Und mittendrin, auch das möchte ich mal sagen, hat es mich an Secret of Mana erinnert. Da sind so ein paar Harmonien drin. Ha. Spielt mal Secret of Mana und dann hört den Song an. Dann wisst ihr, was ich meine. Also behauptest du, dass die das geklaut haben aus Secret of Mana oder sich inspiriert lassen haben von Secret of Mana? Ich würde die haben sich von Secret of Mana inspirieren lassen. Ich weiß nicht, Secret of Mana ist, glaube ich, ein Jahr eher rausgekommen. Und ich glaube, die haben da ein bisschen, da würde ich jetzt im Nachhinein das auch nicht so laut an die Glocke hängen, nicht so groß an die Glocke hängen, dass die nicht dann Tantiemen zahlen müssen. Das muss ich mal wieder spielen, habe ich gerade voll Bock drauf. Siehst du? Ich habe das nie durchgespielt. Ich habe das nicht geschafft damals. Ich auch nicht. 20 Jahre liegen lassen. Jetzt hast du den passenden Soundtrack dazu. Gut, Jürgen, Aufgabe an dich. Spiel mal Secret of Mana eine Stunde und dann hör dir diesen Song nochmal an. Und dann wirst du wissen, was ich meine. Ja, wird sofort erledigt. Abtreten. Wochenendbeschäftigung. Und wird sofort erledigt. Perfekt. Ich muss gestehen, ich habe es nicht ganz durchgehalten, das Album. Ich habe es nicht ganz geschafft. Nee, so, ich bin zu schwach. Es ist so ähnlich wie Fisherman's Friend. Sind sie zu stark, bist du zu schwach? Ja. So ähnlich war die CD für mich. Erstmal irgendwie auch 12 Fisherman's Friend hintereinander weg. Das ist genau dasselbe Ergebnis, was man hat, wenn man dieses Album gehört hat. Am Anfang denkt man noch, oh, frisch. Es geht in die Beine. Oh, ich singe mit. Das geht in die Beine. Ich gebe euch noch einen mit zum Überlegen. Ja. Und zwar den dritten Song. USA. Nicht. Oh. Genau. Und wieder Village People. Ja. Genau. Was verbindet ihr mit Hacksaw Jim Duggan? Was hat er geleistet in seinem Leben? Er hat eine Amerika-Flagge rumgetragen. Auch. Immer. War das nicht ein Holzfäller auch? Ja. Also war das nicht ein Lumberjack? Ja, Hacksaw, ne? Er hatte auf jeden Fall immer ein Stück Holz dabei. Und, jetzt kommt's, er war der erste Gewinner des Royal Rumbles. Absolut richtig, 88, glaube ich. Oh, okay, das war vor meiner Zeit. Und hört euch mal den Song nochmal an, den dritten. Ich glaube, Mario Fredanko findet die CD ziemlich gut. Ja, er hat das wirklich analysiert. Also er hat wirklich seine Zeit wirklich gut genutzt. Worauf sollen wir denn achten? Dann switch mal rüber zu Command & Conquer 1 Tiberium-Konflikt und den Song I'm a Mechanical Man. I'm a mechanical man. Das ist auch wieder haargenau die gleichen Harmonien dahinter. Auch da würde ich sagen, da hat irgendwer von irgendjemandem abgeguckt. Aber ich wurde gesperrt, weil Tabs essen die ersten drei Noten von irgendwem anders sind im letzten Song. Von Willi. Das finde ich eine Schweinerei. Ja. Ich weiß gar nicht, ob Willi Rest. Also was ich da raushöre, ist, dass es wohl irgendwelche, also Game Developer oder irgendwelche also Informatiker dieses Buch zusammen komponiert haben. Das könnte sein. Aber war Common & Conquer nicht nach Hacksaw Jim Duggan? Deswegen. Also. Die haben das da ja abgeguckt. In diesem Sinne, tolle CD. Hört mal rein, auf YouTube ist sie auch zu bekommen. Also, 5 Sterne, gerne wieder. Ja. Warum nicht mehr davon? Fragezeichen. Genau, ein Revival wäre angebracht. Nur Shawn Michaels fehlte. Ja. Der Kampf ist ja jetzt vorbei. Wir stehen alle völlig geschafft in der Ringecke. Meine Frisur ist auch jetzt schon sehr zerzaust, will ich jetzt mal dazu sagen. Wie so ein Fukuhila. Ja, so ein bisschen, auf jeden Fall hat sich mein Zopfgummi gelöst. Und jetzt würde ich sagen, darf das Publikum entscheiden. Einen Monat Zeit gibt's bis 1. Mai. Und dann werden Gescher und ich die neue Folge aufnehmen, werden wir dezidiert darauf zurückgreifen und sagen, was ist hier eigentlich passiert? Ja. Wer hat gewonnen? Wer kriegt den Gürtel of Doom sozusagen? Ja. Dazu müsst jetzt das Publikum natürlich schreiben, wer gewonnen hat, ist klar. Bitte eindeutig schreiben, nicht sagen, beide waren gut oder beide waren hervorragend oder beide waren wunderbar. Auch wenn ich jetzt natürlich Jürgen und Mario abgrundtief hasse, muss ich Sie jetzt doch nochmal fragen, wann ist denn die nächste Folge eures Podcasts, die in dem kleinen, unbedeutenden norddeutschen Sender O1 zu hören ist? Ja, also das wird im Rahmen der großen Jubiläumsgala sein. Irgendwas ist immer die Geschichte, die Gesichter dahinter. Und da werden wir mit weißen Elefanten in die Bühne reingehen und da werden wir mal sehen. Das wird in Anfang April dann auch sein. Also unsere Sendung läuft immer jeden ersten Montag im Monat um 18 Uhr auf O1. O1, ja. Und dann ungefähr ein paar Wochen später auf YouTube dann. Ja. Sieh mal einer an. Am 5. April hören wir also dann euch zwei. Am 5. April, ja. Wir müssen aber vorher noch unser Team fragen, ob das noch alles so in Ordnung ist, dass wir jetzt auch darüber reden können und so. Also unsere Redakteurin, die bläst uns immer viel Zucker. Ja, wir haben ja ein ganzes Team im Hintergrund, was für uns arbeitet, was die Recherchezwecke macht, das Studio aufräumt und hygienisch aufarbeitet und so. Ja. Das ist immer nicht trotzdem ganz habt so ihr keine Zeit, das Album zu hören? Ja, gerade deswegen. Ja. Ach so. Nicht mal die wollten das machen.
In 4 Tagen ist die nächste Folge und wisst ihr schon, worüber ihr sprechen werdet? Der Titel ist Kein Anschluss unter dieser Nummer und wir werden uns selbst reflektieren in dieser Folge. Wir werden uns selbst mal hinterfragen. Genau. Okay. Wir werden nicht nur dieses Match reflektieren, also was wir jetzt da auch gemacht haben. Alles, gesagt was wir haben, jemals gemacht haben. Was wir auch für Leid erfahren haben, sondern auch, welches Leid wir anderen zugefügt haben. Halt. So ehrlich und so rein können wir mit uns ins Gewissen, mit uns. Können wir euch anrufen während dieser Sendung? Ja, das ist möglich. Gut, das ist aber ein bisschen. Aber nicht live, wir nehmen nicht live auf. Ne? Wir machen, stopp mal. Also, ihr könnt uns jederzeit anrufen, aber wir produzieren genau wie ihr ganz feige vor. Bitte? Wir machen keine Live-Sendung. Wir produzieren aber noch nicht ihr vor. Ihr könntet uns dann anrufen, ja, natürlich. Ich sag mal Folgendes: Noch viermal schlafen gehen und dann hören wir irgendwas. Das ist immer kein Anschluss unter dieser Nummer von Mario und Jürgen. Wir freuen uns drauf. Bedanken uns bei euch, dass ihr da wart, hier bei diesem Match. Kein Problem, ich hatte heute nichts Besseres vor. Ihr dürft noch einen letzten Satz sagen, den ihr sagen wollt, um vielleicht auch positiv im Gedächtnis zu bleiben. Ja, vielleicht können wir damit den Kampf noch gewinnen. Mario, das ist super. Dein Satz. Vergesst Kopfkracher. Danke, Mario. Das war's jetzt? Das war's, ja. Das war kein ganzer Satz, Mario. Doch, das vergesst Kopfkracher. Objekt, Predikat, Ellipse. Objekt. Das war ein Imperativ und mit Ausrufezeichen. Jürgen, dein Imperativ mit aus. Die Welt, ja, mein Zitat ist, die Welt ist nicht, wie sie ist, die Welt ist so, wie du sie siehst. Das war mindestens genauso käsig wie meiner, wirklich. Ich fand die Marios irgendwie eingängiger für ein T-Shirt. Ich habe ihn schon vergessen, ich weiß gar nicht, worum ging es jetzt. Ich auch nicht. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich mache jetzt noch Folgendes, das ist bei uns gute Brauch, gute Tradition, dass wir am Ende ja ein Lied machen. Auch das habe ich wieder gecovert, natürlich. Was? Ich habe ja immer nur von anderen gecovert. Von wem diesmal? Ja, das verrate ich nicht, das wird YouTube herausfinden. Und wichtig ist mir, dass wir ja am Anfang gesagt haben, Musterrapper. Und ich will euch jetzt mal zeigen, wie gut ich rappen kann in diesem Song, der jetzt kommt. Und ich habe ein bisschen mich orientiert an dem, wie ihr euch hier verhalten habt. Ne? Also ich war sportlich nicht unbedingt sehr fair, aber fein. Und jetzt kommt mein Song und wir hören uns nächsten Monat wieder. Aber in 4 Tagen hört ihr irgendwas, das ist immer mit Jürgen und Mario. Und deswegen sage ich Tschüss und Gescher sagt... Ich schäme mich jetzt schon für deinen Song und Tschüss. Ciao. Guck mal, das sind ja die beiden Lauchstangen. Brothers in Brain. Okay, dann zeigen wir euch beiden Klappspaten mal, wie man so ein Battle gewinnt. Ne? Ihr habt eine Sendung und damit seid ihr auch live on air. Doch mit Berichterstattung und sowas ist nicht weit her. Keine Ehre, kein Respekt, ihr spielt doch niemals fair. Gestatten Jürgen und Mario die Versager. Kommen wir zu Mario, dem stillen Typ im Hintergrund. Improvisieren kann er nicht, das ist ein Wunderpunkt. Ich spreche ihm zu schnell, er kann das nicht verstehen. Und meine Fäuste hat er auch nicht kommen sehen. Und Jürgen, der Lulatsch, steckt nicht in der Thematik drin. Ich lächle einfach alles weg, weil ich der Jürgen bin. Wenn wir mit dir fertig sind, ist dein Lächeln nur Verdruss. Deine Mutter wird sagen, mein Sohn, der Bluterguss. Du weißt nicht mal, wie die Serie mit Hulk Hogan heißt? Fängst an zu stottern, auf jeden Fall nicht Paradise. Weiß nicht die Antwort auf die eigene Frage, du Clown. Ich komm gleich rüber, um dir eins in die Fresse zu hauen. Ihr glaubt ernsthaft, ihr könntet hier gewinnen? Gegen die Besten der Besten, ihr seid doch echt von Sinn. Niemals im Leben wird euch das gelingen. Wir lassen uns von euch niemals bezwingen. Ihr glaubt ernsthaft, ihr könntet hier gewinnen? Gegen die Besten der Besten, ihr seid doch echt von Sinn. Niemals im Leben wird euch das gelingen. Wir lassen uns von euch niemals bezwingen. So, können wir noch ein, oder? Okay, Teil 2. Gut. Meint ihr echt, ihr seid uns optisch überlegen? Den Vergleich finde ich doch sehr verwegen. Soll ich mich jetzt mit der Stange Lauch vergleichen? Eure Kraft wird gegen uns nie reichen. Für uns fehlt euch ein Tauglichkeitsschein. Wir kommen zu euch und hauen euch ein rein. Denn wir wollen nicht wie ihr sein. Wir sind die Besten, jetzt seht's endlich ein. Ihr wollt uns schlagen, aber heute nur vor dem Radio. Hallo, ich bin der Jürgen und ich bin der Mario. Euch fehlt der Esprit und ich bin total im Flow. Fragt den Fachmann, fragt Fred Danko. Und ich hör euch jammern, irgendwas ist immer. Mit euch beiden gilt kaum irgendwas ist schlimmer. Habt vom Thema irgendwie kein Schimmer. Knipst euch das Licht aus und zwar ohne Dimmer. Wir machen euch so fertig, dafür sind wir hergekommen. Gescher, was sagst du dazu? Bam, Ehre genommen. Ihr Opferkinder, für euch ist jetzt Zeit zu gehen. Ha? In 100 Jahren könnt ihr das vielleicht verstehen. Ha? Ihr glaubt ernsthaft, ihr könntet hier gewinnen? Gegen die Besten der Besten, ihr seid echt von Sinn. Niemals im Leben wird euch das gelingen. Wir lassen uns von euch niemals bezwingen. Ihr glaubt ernsthaft, ihr könntet hier gewinnen? Gegen die Besten der Besten, ihr seid doch echt von Sinn. Keine Möglichkeit für uns einer Niederlage. Face to face,
ihr braucht eine Liegetrage. Ihr glaubt ernsthaft, ihr könntet hier gewinnen? Gegen die Besten der Besten, ihr seid doch echt von Sinn. Wir machen euch platt, Dampfwalzen-Style. Tut mir leid, ich find Dampfwalzen geil. Ihr glaubt ernsthaft, ihr könntet hier gewinnen? Gegen die Besten der Besten, ihr seid doch echt von Sinn. Niemals im Leben wird euch das gelingen. Wir lassen uns von euch niemals bezwingen.